Warum rappst du Pan? Weil ich habe jetzt hier Pluspunkte sammeln gleich. Hast du Scheiße gebaut? Bist du mein Lieblingsrapper? Ja? Jetzt kommt das Tattoo zeigen, das Obligatorische. Naja. Oh, crazy. Ich habe auch Dokus von dem gesehen. Ich habe einmal, ich weiß nicht warum, weil es gibt einen Battle-Rapper, der hat 2011 dieses Dead in the Middle of Little Illy. So, warum feiern die Leute das? Wer ist das? Und dann habe ich diesen Big Pun-Verse, den habe ich mir vor 2 Monaten reingezogen und dachte mir, okay, den muss ich unbedingt auswendig lernen. Nur diese ersten 8 Zeilen oder was das sind. Das hat so lange gedauert. Nas sagte, seit Pun tot ist, hat ihn kein MC mehr so inspiriert, dass er was Neues geschaffen hat. Pun, sage ich jetzt nicht auf der Sendung, jetzt kommen die ganzen meine Freunde mit Gebetsteppich. Ja. Das ist ein bisschen wie Koran, du kannst es nicht verfälschen, weil es sind nur Doppelreime. Ja. Pack in a Mac in a back of a egg. Das ist ja wie ein Patent für den Reim, weil die Aussage und Wahnsinn. Genau. Kannst du nicht, deswegen auch dieses Dead in the middle of little Italy, little did we know that we riddled the middle man who didn't do diddly. Unfassbar. Du denkst so, okay, und das macht einfach Sinn. Das ist das unfassbar. Das ist das krass. Und vor allem, wenn Fat Joe auf jedem Verse so abstinkt, quasi, der ist ja auch krass, ne? Aber wenn seine Verses einfach immer krass schlechter sind als die, also. Aber du musst mal drauf achten, ab dem Don Carlegina-Album, das sagen ja auch immer seine Feinde, die Freunde von Pan sind ja alle mit verstritten, seit die auseinandergingen. Ja. Seit Pan tot ist, ist alles gespalten. Okay. Die sagen halt immer, dass Joe 2 Solo-Alben mega stark war. Das war das Don Carlegina und das Terror Squad, was fast ein Solo ist, bei Pan geschrieben hat. Ne? Ja. Aber das lassen wir doch direkt in dem Podcast drin, würde ich sagen, oder? Wir können gerne, wollen wir gerne. Ja, mach die scheiß Intro, Digga. Ah. Oh, erstmal Flugmodus hier gehen. An diesem Tisch wird nicht gelogen. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Let's get ready to mumble! Mumble in the Jungle! Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es wird ein Bombentag, Baby. Freunde, dieser Outcast ist real und keine gottverdammte Gimmick. An meiner rechten Seite King B. Gegenüber der Homie Silik. Baby, baby. Wow. Oh. Freestyle in the Hisse aus, Junge. Und wir haben hier einen Big Pun-Fan am Tisch. Also ich glaube 3. B feiert Pun, ich liebe Pun. Yay. Ich bin zugezogener, quasi neue Bewunderer von Big Pun. Hab mir dieses Capital Punishment reingezogen und dachte mir, warum habe ich da vorher noch nichts von gehört? Warum hat mir keiner das nahegelegt? Niemals ist das neu für dich. Doch, das war neu für mich. Niemals. Wann? Mhm. Wann? Wann war das? Habe ich doch gerade. Ein halbes Jahr? Nein. Krass, krass. Ja. Es war für mich unfassbar. Ich kannte Big Pun nur von Terror Squad, von diesem einen Song hier, What You Gonna Do in Punk. Und natürlich hier, Boricua. 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 Aber Boricua. Album habe ich mir nie, ich weiß auch nicht warum. Ja, ey, pass mal auf, ich habe Pun damals. Nicht live gesehen. Da haben wir uns bei einer versauten Tante in Zehlendorf eingenistet, meines Erachtens. Ich und Commander. Nee, und der eine da, der war ziemlich versnoppt und der ist immer nach Amerika gefahren. Hm. Und der kam mit einem, aber der war sehr nett, ohne den jetzt hier runterzumachen. Hatte nur mehr Taschengeld. Jealous Ones Envy, du weißt Bescheid. Ja. Und der hatte ein Funkmaster Flextape, das 60 Minutes of Funk, das erste. Ja. Und da war ein Verse of Pun, meines Erachtens auf den Ice Cream Beat, ganz sicher auf den Ice Cream Beat von Wu-Tang, von Fat Joe und Big Pun. Boah. Und du dachtest, was zum Teufel. Und wie gesagt, Nas sagte, seit Pun tot ist, hat ihn keiner mehr inspiriert. Die haben auch Deep Cover gecovert. Deep Cover gecovert, genau. Ich übrigens auch mit Tony D und B-Tight. Aber Pun war der Größte und Nas sagte, als er tot war, gab es keinen, der ihn mehr so inspiriert hat. Ja. Also der sowas abgeliefert hat. Das sind fast schon wie heilige Schriften. Du kannst es nicht übersetzen. Ja. Pack and Mac in the back of a egg. Ja. Oder diese ganzen Sachen mit Little Italy und oh, Pun, Big Pun war der Beste. So starten wir den Podcast. Rest in peace, Big Pun. Ich habe einen geilen Remix gemacht. Put heißt der, die Light Eye Beats. Hast du dich dran gewagt, oder was? Die einzigen, die meine Stimme veredeln, als wäre B an den Reglern, sind Light Eye Beats Remix Arzten. Habe ich einen Hood Remix gemacht mit Bush, Big Bill und Big Pun. Shoutout an die Light Eye Beats. Yes. Ja, Mann. Aber sag jetzt nicht, dass du da auch noch ein paar andere Defizite hast. Hast du dich so insgesamt mit der damaligen Zeit so ein bisschen nebensächlich befasst? Oder was? Also ich war damals nie richtig drin und hab so, ich weiß, dass ich mir selber damals so 2002, 2003 oder so NWA reingezogen habe, das Straight Outta Compton. Ich weiß, dass ich so, wann waren das?
Mr. Smith von LL Cool J hatte ich noch auf Kassette. So, hier, Goat, Greatest of All Time, 2001, sowas. Nas war auch, aber das Wu-Tang-Ding habe ich komplett verschlafen. Da habe ich nur so die Hits mitbekommen. Also ich habe nicht wie meine Klassenkameraden die ganzen Alben mir durchgeballert da. Also ich habe auf jeden Fall harte Defizite, was Ami-Rap angeht. Kannst du mal dein Baujahr sagen, dass ich mich da reinversetzen kann? 83. Krass, wie wir eigentlich. Wie ist das an dir vorbeigegangen? Ich hab woanders gewohnt. Ich habe in Düsseldorf gewohnt. Da gab es ein paar Beginner-Fans. Das waren so die Hip-Hopper, die hatten breite Hosen und alles so, was ist mit euch los? Wärst du die Oberbilkstraße gegangen? Ja. Wer gab's nochmal in Düsseldorf alles, Freunde? Beginner, sagtest du, ne? Genau, Beginner haben die gehört. Was denn noch? Alter? Haben die gehört, aber Beginner kam nicht aus Düsseldorf. Nein. Die kamen Düsseldorf gab's der neue Westen. Hamburg, Digga. Ja. Adi Jesen, Alter. Ich kenne auch nur LG aus Düsseldorf. LG und Farid. Düsseldorf ist doch. Kollege ist ja auch zugezogen. BTM-Squad, oder? Mhm. Wollte ich gerade sagen, aber da dachte ich mir so nicht, dass ich das verwechsel. Ja, aber das habe ich auch noch im Kopf. Ich glaube, die sind Düsseldorf. Ja. Ich krieg immer Düsseldorf und Duisburg nicht auf die Kette. Also BTM-Squad ist auf jeden Fall Düsseldorf. Cupcase okay. Auch, oder? Sonst hätte nicht diese Fitner mit Farid. Das weiß ich nicht. Das ist Köln, Digga. Den hatte ich gar nicht, auf dem Schirm. Jetzt kommt zu viel. Jetzt lassen wir mal, Digga, lass mal. Mit Pan kenne ich mich aus. mit Berlin kennen wir uns auch aus. Ja. Ja, beim Pan auf jeden Fall einer der krassesten, also so skill-wise, rein technikmäßig einer der krassesten aller Zeiten für mich. Für mich auch persönlich The King of New York zusammen mit, was jetzt nur Technik angeht und Rap-Skills, sind The Kings of New York für mich nicht Nas, nicht Biggie, sind Big Pan, sind Cool G Rap und AZ. Okay, AZ habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Hör mal auf, Digga. Okay, dann wirst du ja genau den gleichen Effekt haben wie bei Pan, wenn du den hörst. AZ auf jeden Fall. Geh nach Hause, hör Sugar Hill von AZ. Big L zum Beispiel hatte ich auch super, hatte ich nur von diesem Gangster-Intro, dachte ich mir Big L, Rest in Peace, und dann habe ich mir den mal reingezogen, dann haben auch hier Jay-Z und die ganzen krassen Leute gesagt, okay, der war Forefront-mäßig unterwegs. Aber AZ, also AZ oder was? Ja, Mann. AZ, auf jeden Fall Rather Unique, der Song. Ja. Unfassbar. Den musst du dir unbedingt geben. Und von den neueren Songs, The Format. Aber was für ein Jahr reden wir? Ist das 90er? Naja, ja. Das ist die Anfang, Mitte 90er. AZ. Props auch an AZ. Aber, kennst du der Underground? Kennst du The Firm? The Firm. Nee. AZ, Nas, Foxy Brown hatten eine Gruppe, ein Album. Das war und Nature Baby. Genau. Ja. Nee, hab ich nicht mitbekommen. Musst du mal checken, also auf Foxy Brown einzeln, ja. Alle einzeln, ja, aber The Firm habe ich auch nicht mitbekommen. Also, wenn es um pure, reine Skill-wise Rap-Technik geht, AZ ist The King of New York mit Big Pun und Cool G Rap für mich. Okay. Props auch an AZ, hat mir meine Schwester Aisha extra übersetzt, da ich kein Buschfunkfeuer sagt. Er setzt sich nicht ein für Black Lives Matter, bis die Akten geleakt werden. Okay. Der macht sehr geile Mucke. Ich mag sehr diesen New York-Rap, hör auch mal Tragedy Gaddafi. Da hat mein Vater damals eine CD geholt, da hieß er noch Intelligent Hoodlum. Der ist sehr intelligent und macht ganze Sachen. Ich mag sehr seine Musik. Hat immer gesagt, auch der hat sehr Nas inspiriert und so auch. Ja, und auf jeden Fall New York kann ich dir auch ganz krass empfehlen. Was zum Beispiel noch, Wu-Tang, klar, kennst du. Ja, ja. Aber auch zum Beispiel so Sachen wie Lils oder so vom Mobb Deep-Umfeld und so. Sehr geile Mucke. Mobb Deep, war auch cool. Aber Mobb Deep ist nicht so dieses so Reim-Technik-Skill-Ding. Nee, das ist Flair. Genau, es war mehr so Feeling. Obwohl Havoc auch schon ein stabiler war. Aber also Prodigy hat eine Zeit lang dann nicht mehr so großen Wert, glaube ich, auf Rap-Skills oder so gelegt. Aber findest du nicht cool, G-Rap damit reinzunehmen, ist voll schwierig. Oder nimmst du den wirklich einfach nur, weil für seine Epoche war der dann Big Pun für die nächsten 10 Jahre war? So nee, was? Der war, mindestens auf dem Level von Big Pun, was Skill angeht. Also wenn du Giancana Story dir reinziehst zum Beispiel, das Album ist von 2000, glaube ich, oder 99 oder sowas. Das ist so die krasseste Performance von Cool G Raps Karriere. Okay, krass. Ich hab den Gib dir mal Keep It Swinging. Ich dachte, der hat nicht mal Mitte der 90er hat er gar keine Mucke mehr gemacht. Nein, also der hat auf jeden Fall immer wieder rausgeballert. Und wie gesagt, also der Höhepunkt vom Skill war so um die 2000 rum von Cool G Rap. Es war so, nachdem Pun schon gestorben war. Da hast du dann solche Sachen gehabt wie The Good Die Young oder Ordinary Love und Cannon Fire. Der ist brutal. Also bitte, gib auf jeden Fall dir Giant Canner Story, okay, das ich Album. Ich kann mir auf jeden Fall, jetzt habt ihr mir schon so 15 Songtitel um die Ohren geworfen. Jetzt. Unbedingt checken, Cool G Rap, ganz stark. Später,
Da müssen wir später auf jeden Fall nochmal eine Liste machen, dass ich mir das wirklich mal reinziehe. Er hat Tracks von 88, Freunde. Ja. Keep It Swinging oder so. Großartig, ganz stark. Und ich habe da eine Info. Pan hat ja alle Rapper verachtet, hatte diese Battle-Mentalität. Und den einzigen, den er immer die Hand geküsst hat, war Kool G Rap. Okay. Und ich finde doch, Kool G Rap, kann man fast sagen, hat das, was sagt auch B immer, diese Doppelreime sehr krass stark gemacht, krasse Gangster-Stories. Er war der Motherfucker, was das ja, wirklich, er hat Kool G so Rap richtig reingebracht ins Game, mehr oder weniger, wirklich. Also Eminem wurde mal gefragt, so nach dem Motto, so du giltst als krassester Rapper. Er meinte, nee, Kool G Rap ist der krasseste Rapper. Das ist genauso wie diese Story damals, so wo... Ich kam ein bisschen Gänsehaut. Ja, also da, es gab, gibt so eine Story, das ist auch nicht so verifiziert, aber alle erzählen sie weiter, wo dann Eric Clapton gefragt wurde, wie fühlt es sich an, der beste Gitarrist zu sein? Und er meinte, frag Prince. Weißt du? Ja. So eine Sache. Halt. Und der sagt, frag Jimi Hendrix. Ja, ist, sowas ist ja, aber sowas ist geil. Und wenn du viel wenn von Legenden, Props geben. Ja. Und apropos Legenden, die eine richtige New Yorker Legende ist gestorben, DJ Kaslay, der Drama King. Mhm. Der war seit den 70er Ende bei der Hip-Hop-Bewegung dabei als B-Boy vorher. Der Name sagt mir was auch, und der ist ein ganz starker Produzent auch und der hat sich zur Aufgabe gemacht, die ganzen Veteranen zu verarbeiten. Der hat Tracks für mich persönlich gemacht, als hätte er so handverlesen für Onkel Boogie gemacht. Okay. Das ist zum Beispiel Icons, Kool G Rap und Ice-T. Er ist leider gestorben letztes Jahr. Und aber da gibt's Tracks wie 100 Deep and 50 Deep. Und die lege ich dir ganz, ganz nah am Herzen. Da ist nämlich das komplette Repertoire. Wir müssen jetzt damit aufhören, weil das müsst ihr mir später alles aufschreiben. 100 Deep, 50 Deep, DJ Kaslay. Es wird ja Gott sei Dank gerade aufgezeichnet. Später auch. Ja, oder so, ja. Man kann es sich ja dann nochmal reinziehen. So. Unsere Empfehlung auf jeden Fall, ja. New York Rap. Man merkt ja gerade, dass da so ein kleines Revival stattfindet. Leute machen wieder ein bisschen Boom-Bap und so. Mhm. Nas ist wieder zurückgekommen, bla, blub und so, weißt du, deswegen. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht auf jeden Fall. Ja, ich war ja immer auf der West Coast eher unterwegs, aber ich habe auch New York Rap krass gefeiert. Aber mich hat es ein bisschen schockiert, dass du da gar nicht so krass drin warst. Das hätte ich bei dir gar nicht gedacht. So. Nee. Der Onkel hat einen ganz schönen New York, er hat ja immer sich zur Aufgabe gemacht, ab und zu, es ging glaube ich 2-3 Mal, hat er aus verschiedenen Beats-Epochen A Cappellas draufgerotzt. Er hat einen Mob Deep-Teil, unfassbar. Musst du B auf East Coast treffen. Eieiei. Ja, es gibt es. So. Mein Lieblingsgast, der mit SS anfängt. Jawohl. Der einzige, den ich jemals akzeptieren werde, der mit SS anfängt. Salim Samatu. Aber der hat doch nicht S hintereinander, Bruder. Du hast SS und dann N. Ja, okay, das stimmt. Okay. Ja? Aber auch wegen Initialen. Ja, 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 kleiner Gag am Rande. Aber du warst eine Zeit lang verschollen. Ne? Also, was heißt verschollen? Man hat ein paar Monate lang kein Content von dir gehabt. Hm. Irgendwie Social Media, ein bisschen Abstinenz. So, ne? Ja, voll. Da hat man sich gefragt, was ist denn los mit dem Bruder? Dann bist du zurückgekommen, hast er erklärt, was los war. Ja. War ja auch ganz schön heavy bei dir, was da so vor sich gegangen ist. Ne? Gesundheitliche Probleme, dann nochmal mit der Spielsucht aufgerollt und so weiter. Hast du den Leuten nochmal erklärt, was da so die History ist. Teilweise ziemlich hässliche Vergangenheit gehabt auch so, von der ich auch nichts wusste, ehrlich gesagt. Dann irgendwie Burnout und kaputt gehen, richtig mental und so weiter. Jetzt bist du wieder da. Ja, jetzt. Ja, welcome back. Also so fühlt sich das auch gar nicht an. Ich bin jetzt auch, glaube ich, seit einem Dreivierteljahr in Therapie und klar, nehme Tabletten, weil ich musste die anfangen zu nehmen, weil sonst hätte ich die Tour gar nicht spielen können letztes Jahr. Mhm. So, und ich bin eigentlich riesengroßer Tablettenverächter. Weil ich denke mir so, wir haben ein Immunsystem und das muss alles alleine regeln. Also keiner, ich hole nie irgendwas. Aber es musste, meine Ärztin meinte, wenn sie die Tour spielen wollen oder wenn du die Tour spielen willst, dann musst du Antidepressiva nehmen, halt eine minimale Dosis. Ja, und das mache ich halt seitdem. Genau, Burnout gehabt, so Angststörungen, Panikattacken und ich war einfach ausgenockt. Also ich kann das auch, wenn ich mich manchmal daran erinnere, ich konnte einfach, also man kann nicht stehen, man kann nicht aufstehen, jede Bewegung ist so, alles dreht sich, es tut weh, es ist, also man kann sich das nicht vorstellen, dass sowas überhaupt existiert und dass es vor allen Dingen mental ist einfach. Mhm. Größtenteils. Also klar habe ich auch keine Power gehabt, aber ich meine, das ist ja, was ist das, dass du eine Tablette nimmst und dass du dann nicht mehr doofe Gedanken hast, dir nicht schwindelig ist, du keinen Druckkranz mehr im Kopf hast, du, keine Ahnung, wieder mehr so aktiver bist, also die ganzen, weniger zittern, also die ganzen Symptome, dass die dann einfach, das ist faszinierend, ey. Ist ja crazy. Hast du mal so Tiefenanalyse betrieben, woher das eigentlich ursprünglich kommt? Ja, also bin ich mit meiner Therapeutin gerade dabei und das ist einfach, also wir haben quasi aufgedröselt, dass ich einfach nie eine unbeschwerte Zeit hatte. Also von also Kindheit, alleinerziehende Mama, Papa-Horrorgeschichte, dann klar, dunkelhäutig, spielte auch mit ein bisschen mit rein.
Aber schon mit 16, 17, mit 17 habe ich alleine gewohnt und dann direkt Geldprobleme gehabt, konnte nie mit Geld umgehen. Dann irgendwann Spielsucht, dann Mietnomade, dann nach Mallorca geflüchtet zum Arbeiten. Dann, also man hat, ich hatte nie, also seit ich denken kann, habe ich keine Phase, wo ich mir denke, es geht alles gut, ich habe einen Überblick, top. Aha. Sorgenfrei, so sorgenfrei. Ja, also so dieses geregelte Leben, ne? Geregeltes Leben, wo du weißt, am 30. kommt Geld, du hast ein bisschen was beiseite, dich kann kein, du kannst jeden Brief aufmachen, nichts kann dich ficken, so. Ja. Und was ist mit der Kindheit selber? Kannst du da Sachen erzählen? Ja, also das ist ein bisschen der Klassiker. Also viele Schwarze sind ja nach Deutschland dann auch ausgewandert und haben dann, also viele weiße Frauen haben dann das erste Mal schwarze Männer live gesehen und klar, da gab es auch diese gewissen Clubs, wo halt nur weiße Frauen und schwarze Männer so tanzen waren, ne, die halt auf Schwarze stehen so. Da ist meine Mama dann auch mal gelandet, hat sich in meinen Papa halt verguckt und meinte auch, Mann, der sah gut aus und der konnte toll tanzen und der konnte so gut reden und den Rest können wir uns, glaube ich, sparen. Auf jeden Fall. Da sind halt da super viele Mischlinge entstanden, ne? Und es ist eigentlich der Klassiker, also ich glaube, ich habe letztens einen, und ich kenne super viele Schwarze oder Halbschwarze auch, ich habe eine einzige Person habe ich kennengelernt, die sagt, meine Eltern sind noch zusammen. Generell ist das ein Ding, aber zeig mir mal ein altes Ehepaar, wo der Mann schwarz ist und die Frau weiß und die Kinder sind irgendwie, weiß nicht, 30 oder so, 40. Ganz interessante Aussage, war letztens mit einer Schwarzen unterwegs und Halbschwarze, ne? Und die sagte dann zu meinem Kumpel, ja, mein Vater war ein wundervoller Schwarzer, er war 8 Jahre mit meiner Mutter zusammen. Ja. Da habe ich mal nachgedacht, okay, krass, wird bestimmt nicht an irgendeiner Rasse liegen, sondern an der sozialen Lage halt entwurzeltes Volk. Und die krass. Kulturen sind so unterschiedlich auch. Also das macht ja alles, die sind ja nicht hingekommen und dachten sich so, lass mal jetzt die Weißen verarschen, lass mal Kinder machen, damit wir hier bleiben können, sondern Monogamie kannten die nicht. Also ich kenne es von meinem Papa oder seinen Freunden oder seinen Landsleuten, Monogamie ist da kein Ding. Ich bin auch schwarz. Gut, im Geiste wahrscheinlich. So unterwegs und auch dieses so ein paar Tage weg sein, dann sagen wir, was ist denn? Ist doch alles, ist doch in Ordnung. Ich habe jetzt hier übrigens noch die kennengelernt, ist noch eine Halbschwester. So alles ist halt locker und ich glaube auch, das ist auch gar nicht möglich, dass wenn du aus dem Kriegs, aus einem der ärmsten, Sierra Leone ist ja, glaube ich, war mal zweitärmstes Land der Welt, wenn du daher kommst, nach Deutschland kommst, das ist ja wie Milch und Honig und noch weiße Frauen, die dich gut finden, wie willst du das alles verkraften? Das beantwortet gerade meine Frage, weil ich kenne das Phänomen, was du sagst, auch mein Leben lang, auch im Bekanntenkreis und so, aber halt immer waren Soldaten im Spiel. Immer erst, GIs, ja. Immer, seit Neueren ist es halt durch die ganzen, durch halt da irgendwo in den Clubs da halt, da sehe ich immer die älteren Engländerinnen zum Teil, ohne jetzt zu pauschalisieren. Damals gab es dieses Bild, was du beschreibst, halt immer mit GIs und weißen Frauen, genau. Sehr interessant, jetzt hast du es beantwortet, war dann kein GI, sondern ganz normaler Afrikaner. Genau, die haben also mein Papa hat auch im Asylantenheim gewohnt und meine Mama hat mir mal erzählt, wie sie da so sich in den verliebt hat und ist dann so, da hat er ihr die Adresse gegeben und die stand dann so vor so einem Brief, wo die nette Sachen reingeschrieben hat, vor so einem riesen Tempel und war so, okay, wer wohnt denn hier? Und dann ist so unten so ein Empfang mit so Gittern und Asylantenheim halt, ne? Die GIs hatten ein anderes Spiel hier. Die waren halt. Die waren ja cool. Ja, die hatten halt immer auch, die waren gut situiert für die Verhältnisse, wie alt die waren. War halt 20-Jährige zum größten Teil. Die sahen, hab ich selbst im Kopf, immer krass gepumpt aus. Also die meisten sehr athletisch, sportlich. Und mein Papa sagt, die hatten halt auch immer eine Sonderwurst in den Straßenleben. Die konnten leider auch immer Scheiße machen, ganz und haben die Beef gemacht. Okay. Dann kam die MP, die Militärpolizei, die hatten Freischein, so auch, waren diese Clubs auch immer schon sehr abgeschottet, sehr unter sich. Aber die waren halt, glaube ich, in einer anderen Situation. Die haben eigentlich für die Verhältnisse ganz gut situiert gelebt. Ja. Ich glaube, das war hier so in Berlin und ich glaube Frankfurter Raum, ne? Heidelberg irgendwie so. Ja, genau. Da gab es auch noch viele GIs, ne? Ja. Genau. Aber das ist eine andere Art von. Ja, von Kennenlernen, von Mischlingen möchte ich auch sagen, als so. Weil man sagt so, Mischlinge sind wirklich so ein bisschen verlorene. Also es gibt selten Mischlinge, wo alles in Ordnung ist, weil es ist so, ich weiß auch nicht, wie man das beschreiben soll. Wie eine Identitätssuche wahrscheinlich so ein bisschen. Ja, das auf jeden Fall auch, genau. Muss ich mich jetzt entscheiden, bin ich eher so, bin ich eher so, dann wirst du natürlich auch gefragt und irgendwann fragst du dich auch selber, bin ich nicht ein bisschen zu deutsch, Alter? Warum hänge ich eigentlich nur mit Weißen ab? Warum war ich noch nie mehr im Heimatland, also auf mich jetzt bezogen? So Sachen halt, ne? Warst du nicht?
Nee, war ich noch nicht. Hast du vor? Muss auf jeden Fall sein. Und ich habe da auch voll Bock drauf. Aber ich kann das halt nur machen, wenn ich hier ein Polster habe. Wenn ich hier ein finanzielles Polster habe. Wenn ich weiß, weil das ist halt kein Urlaubsland. Ich kann da jetzt nicht 2 Wochen All-Inclusive in Freetown. Das geht halt nicht. Sondern du musst, ich will dann ja auch ein paar Monate da bleiben und mir keine Sorgen machen müssen, dass ich hier irgendwie Termine habe oder irgendwie weg muss oder so, sondern ich will da halt auch am Leben teilnehmen. So, ne? Aber Family, hast du Kontakt zu jemandem? Ich habe einen Onkel, also einen deutschen Onkel, der Bruder von meiner Mama, der war mit meinem Papa damals befreundet und der war sehr oft da, mit meinem Vater auch und alleine. Der kennt sich da sehr gut aus. Wir haben uns ein bisschen verstritten, aber ich glaube, der ist der Einzige, der halt vernünftige Infos für mich hat, dass halt, wenn ich da hin muss, dann werde ich mit denen dann auch nochmal reden müssen. Ja, klingt doch spannend auf jeden Fall. Ja. Ist es da, wo, jetzt lacht mich bestimmt gleich wie aus, aber ist es da, wo City of God gedreht wurde, Sierra Leone? Nein, das ist Brasilien. Bruder. Brasilien. Okay. Blood Diamonds ist Sierra Leone. Blood Diamonds, genau. Mit Brad Pitt, ne? Nee, mit Leonardo DiCaprio. Ach, ist das Gleiche. Alle Weiße sehen gleich aus, Bruder. Alle Weiße, beide Oscars, alles gut. Ich habe damals Spaß, das gesagt, was ich gerade sagen wollte. Ich habe damals immer meinen Jungs gesagt, den Kleineren, für mich gibt es die Farbe Schwarz nicht in denen vom Verhaltensmuster. Schwarz ist wie Weiß. Ja. Ich kann Aserbaidschaner sein, ein Russe, ein Israeli. Und bei Schwarz hast du so Langwitz gesehen. Es gibt die aus Afrika halt, die im Flüchtlingsheim waren, sehr schlecht situiert, mussten für den Krümel Gras kämpfen. Es gab welche, wo die GIs hier geblieben sind. Die waren sehr gut situiert zum Teil. Dann gab es Leute, Was ist mit den ganzen Kollegen, die hier vorne stehen? Das sind Senegalesen oder so, ne? Ja. Die kommen aus verschiedenen Regionen. Ja. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also hier gibt es auch viele ehemalige Kriegsflüchtlinge, Kindersoldaten und das okay. Ganze. Voll, so. Es gibt voll gut Gangster wie Jabba, gab es auch. Ja, es stimmt. Gab wirklich in Berlin, wenn du wirklich hinter die Fassade geguckt hast, gab es keinen Stereotyp, sondern immer verschieden. Ich weiß noch, Smokey war ja immer bei uns, aber wir dachten, der ist viel älter, der hat eine krasse Genetik. Ja. Und irgendwann war Weihnachten bei mir schlechte Stimmung und dann hat er mich halt Langwitzkirche zu sich genommen und ich voll naiv, ich kannte seine Ma, aber dachte dann sonst so überall Schwarze sehe ich. Dann war Smokey der einzige Dunkle und alles waren Weiße. Nee. Ja, also okay. Wie gesagt, das ist Wahnsinn, ja. Ja, aber ich finde das auch gerade geil. Also ich finde diese Vielfalt ist anormal. Ja, also ich finde das so bei Weiß, ne? Oder? Ich finde das so geil. Ja, aber ich meine generell, also gerade in Berlin auch, vielen Großstädten so, aber ich finde einfach, das ist einfach, du gehst, also du hast da riecht's nach Shawarma, dann sind da Schwarze am Dealen, dann sind da Latinas am Feiern, da sind Weiße spielen Hacky Sack und die ganzen Stereotypen, alles aber und dann ganz viele vermischte Leute und Partys und Musik und alles und Konzerte und so, das ist einfach alles ein geiler Brei, also ich feiere das. Was ich zum Beispiel auch noch nicht verstehen kann, ist, ich weiß nicht, wie er zu dem Kollegen steht, aber ich finde zum Beispiel, weil Manuelsen, ich sehe sehr oft, dass Leute sagen so, was macht der hier einer auf Araber und so? Wo ich mir denke, ey, es ist doch eine Ehre, Alter. Also jetzt nicht, um Manuel, nicht, dass es nicht generell eine Ehre ist, dass Manuel jetzt Arabisch kann oder so. Aber ich meine, der ist, dass der die Kultur von euch so feiert, dass der so, dass der die Sprache spricht. Angenommen hat. Oder dass der gerne auch vielleicht so wäre oder angenommen hat oder gerne mit den Leuten abhängt. Das ist doch, seid doch stolz. Also ist doch geil. Abu Langwitz hat mal hier im Podcast gesagt oder mir persönlich, wir Langwitzer, keiner weiß, wie wir sind. Wir haben uns von allen das Beste abgeguckt. Ja. Das ist immer noch so sagen, genau. Deswegen, das ist doch eine. Also was du gerade gesagt hast, ist der Albtraum der AfD, Alter. Also, ja, okay, gut. Also wirklich kein Spaß. Also aber jetzt zur Zeit, geht's ja nicht. Ja? Es geht ja jetzt gerade wieder voll viel um Fremdenfeindlichkeit und also Silvesternacht und Migrantengewalt und was weiß ich nicht, was alles Mögliche. Und dann kommt Steven Feldmann um die Ecke und sagt, ich habe gegen keinen was, aber abschieben würde ich sie trotzdem. Ich kenne Steven Feldmann nicht mehr. Das ist so, politisch bin ich ja voll raus. Das ist kein Politiker, das ist so ein YouTube-Phänomen jetzt gerade. Der Bruder ist ein bekennender Neonazi aus Dortmund und Charo ist ihn besuchen gegangen und die haben da einfach... Habibi Steven. Okay. Habibi Steven. Ja. Ja. Er kennt ihn unter Habibi Steven. Ja. Applaus dafür. Ja, das ist Habibi Steven. Ja, richtig. Das hat er auch von Manuel bekommen. Ja, ich weiß, da gab's, das ist auch eine ganz schwierige Nummer. Ja. Ich war aber auch ganz ehrlich. Das haben die nicht gut gemacht, ey. Haben sie nicht gut gemacht. Ja, ja. Ja, dann erklär mal. Ja, also, ohne dass ich jetzt morgen wieder angerufen werde. nee, aber, also. Der Tisch wird nicht gelogen. Ja, das ist einfach, das ist maximal ungünstig gelaufen und das ist, ich glaube, der Ansatz war kein schlechter. Aber da muss dann jemand sitzen, der irgendwie Mediator spielt oder schneller im Kopf ist oder
schon mal vorausdenken kann, was jetzt die Worte, die man da sagt, eventuell für Konsequenzen haben können. Mhm. Weil das war kein gutes Bild, Alter. Dieses Habibi-Steven-Ding, das geht nicht durch. Ich bin für Plattformbieten. Mhm. Also wenn ihr den hier hinsetzen würdet, ich glaube, das wäre übelst nice. Mhm. Ich glaube, das wäre, weil halt, da kann man mal festnageln. Weil, wann hat man denn mal die Chance, mit einem Nazi zu quatschen? Der jetzt nicht, der nicht dann aggressiv wird, sondern... Wir hatten sie tatsächlich oft. Wir hatten Homie Pier. Zum Brother. Ja, okay. Hey. Was ist los mit dir? Nee. Ich meine echte Nazis, fernab von der Kamera. Aber du redest von Plattform. Ich habe schon verstanden. Ja, genau. Und ich finde das einfach, also, weil... Gib denen noch eine Plattform, weil kein Mensch mit einem IQ über 60 wird ja dann sagen, er hat einen Punkt. Der Feldmann, das gefällt mir, was der sagt. Sondern, also wenn dem jetzt ein eloquenter Ausländer gegenüber sitzt, ist der doch verloren. Ja, aber es gibt schon eine ganz große Welle irgendwie im Internet von Leuten, die den doch ziemlich sympathisch finden. Aufgrund seiner Position, dass er seine Meinung äußert, aber auf der anderen Seite halt immer diese Gewaltfreiheit predigt. Mhm. Weißt du so? Ja, so nach dem Motto, ich bin nicht dafür, dass man Leuten was antut und ja, hier super. Und da. Aber wär ich, da raus, aber ich hau die nicht. Genau. Ja, also wär ich aber an der Macht, dann müsstet ihr alle in eure Länder wieder zurück. Ja, so. Ja, super. Ja, also ich meine, letztendlich, wenn man die Sache mal so weiterdenkt, ja, dann kommst du ja an dieser Gewaltsituation gar nicht mehr vorbei, weil letztendlich, du kriegst niemanden hier raus, außer ihn zu zwingen. Ja, genau. Denkst du, wir gehen jetzt alle? Ja, so, weißt du, ey, ich würde auch. Ja. Also wenn du mir bezahlst, besserer Ort, mehr Sonne. Safe. Ich wäre dabei. Ja. Mach USA oder irgendwas Schönes. Goodbye Deutschland. Ja, vollkommen in Ordnung. Spanien wäre ich auch. Spar für ein Haus. Schieb mich ab nach Mallorca. Ich bin sofort dabei. Ja. Mich hätten sie schon abgeschoben, wenn Deutschland abschieben würde, die eigenen Deutschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wohin, der Typ kann kein Sympathieträger sein, was die auch immer nicht wissen. Es gibt Berliner, die sehen, wir sind alle drei, sind aus Berliner, sind Berliner. Ja. Nee, ich nicht. Und Berliner ich sind Deutsche. Zugezogen. Ich bin seit 10 Jahren hier. Ich fand formal und trotzdem ein bisschen, also fand das cool. Und es ist auch, was B sagt, dieses Mindset, solange man noch redet und nicht aufeinander schießt. Und so richtiger Rassismus auf allen Seiten sehe ich dann wirklich auch als Defizit immer von jemandem. Voll. Weil, und ich habe, ja, und sobald du einen kennst, musst du ja deine Schlauheit ausblenden, musst dir eingestehen, dass du dich selber betrügst und dann ist vielleicht sowas wichtig, halt genau, also ich fand es gar nicht so schlimm und B hat es auch damals gesagt immer. Was fandest du denn nicht so schlimm? Dass Manu mit denen gequatscht hat, weil so Leute können da wirklich, was B auch mal gesagt hat, als sie da Ritteroma einen Kümmerling oder einen Uso ausgegeben haben, war die auf einmal kein Nazi mehr und dann vielleicht hätte Manu das erreicht. Ja, nee. Also das war halt nicht. Das wurde halt, Belasch mit den Kümmerlingen oder was war halt, glaube ich, nicht durchgedacht. Der Ansatz war nobel, so, aber der wurde halt nicht zu Ende gedacht, glaube ich, leider. Aber du hast ja gesagt, trotzdem Plattform bieten. Ja. Und du hast das Gespräch anders dir gewünscht, den Verlauf. Ja, voll. Ja. Also ich würde mir wünschen, mal mit so jemandem zu reden. Echt? Ja. Dann lade ihn nochmal ein. Habibi Steven bei Cynic. Ja. Es ist halt so eine Sache, so wir wurden ja auch darauf angesprochen, weißt du, ladet doch mal Steven Feldmann ein. Ist wie bei der militanten Veganerin. Ich sehe jetzt gerade keinen Sinn da drin. Ich weiß jetzt nicht, worüber sollen wir denn reden? Ich meine, du hast deine Perspektive geäußert. Ja, aber alles andere ist nur noch Promo. Aber da saß ja vor jemand anderem. Ja. Kennst du das nicht? Ich habe mir auch zum Beispiel gedacht, ich kenne voll viel Flair-Interviews oder voll viel Sumunchu-Interviews. Aber ich glaube, ich würde das ein bisschen anders machen oder irgendwie einfach nur anders auch mit denen quatschen oder auch mal ein bisschen pieksen oder so. Und dann habe ich das gemacht und das sind dann auch andere Interviews geworden. Also dann mach das mal. Lad den mal ein. Oder? Aber dafür bin ich politisch, glaube ich, nicht bewandert genug. Ach so, so meinst du das jetzt. Ja. Lad ihn hier ein. Zu viert machen wir hier mit so einem Bazar. Ja. Nee, mit Steiger. Ja. Oh, Alter. Da soll man mit Steiger reden. Und Markus Schwanz. Stell dir das mal vor. Steiger und Markus Schwanz. Da kannst du erstmal das Mikro hier hinstellen, auf jeden Fall. Wenn der Steiger hier sitzt. Und ich gehe dann im Puff, weil Anne will. Oh nee. Anne will. Ey, was anderes. Ja. Ganz kurz Burnout. Tick, 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 tick. Vergessen. Kann Burnout, sorry. Kann passieren. Ich dachte an Anne will. Ja, alles gut. Die will anscheinend nicht. Also, jetzt kommen wir nochmal zurück hier. Also, es ging ja eigentlich um diese ganze Nummer mit Schwarz-Weiß und bla bla bla. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht in die Länge ziehen, auf jeden Fall. Aber du hast die private Komponente, was mich nochmal interessieren würde, ist, wenn du jetzt sagst, Psychotherapie, dies, das und hier und da, kannst du ganz kurz für die Leute, die dein Video nicht gesehen haben auf deinem Kanal, mal ganz kurz beschreiben, was da so, muss jetzt nicht in die Länge gezogen sein, aber kompakt, was waren da so die Probleme, wo du gesagt hast, ich muss jetzt der ganzen Sache mal den Rücken kehren, das wird mir jetzt alles ein bisschen too much. Und dann auch nochmal ganz kurz vielleicht die Verbindung zur Vergangenheit, mit der Spielsucht. Also es hat dich ja schon auf jeden Fall in eine ganz krasse Ecke getrieben, das ganze Zeug. Ja, also ich kann sagen, wird jetzt ein kurzer Monolog. Zu dem Breakdown, zu dem Burnout letztes Jahr im Sommer hat geführt, dass ich seit dem Alter von 18
Geldsorgen hatte. Dann mit 22 angefangen habe, exzessiv zu zocken. Mit 2007/24 aus der Wohnung geflogen. 9 oder 10 Wohnungen gehabt innerhalb von 2 Jahren. 3 Monate da gewohnt. Geld verzockt, abgehauen. Also richtiger Mietnomade. Dann hatte ich die Möglichkeit, nach Mallorca zu gehen, habe ich da gearbeitet. Das war aber wie eine Flucht, weil ich da keine Briefe hinbekommen konnte. Ganz kurz, ja. Was heißt zocken genau? Heißt in richtige Casinos gehen. Mhm. Also jetzt keine Automaten spielen, sondern ins Casino mit dem Sakko und Blackjack spielen und Roulette mit der Miete, mit allem, was du hast. Also Miete auf Schwarz, Rot kommt, geil. 100 Euro für Strom, einmal auf die 13 kommt die 14, kein Strom. So, also komplett gaga. Du hast ja eine Zeit lang wirklich auch dann ohne Strom gelebt, dann mit irgendwelchen Teelichtern an der Ecke und so ein Zeug. Genau, ne? Ja. die legendären Riesenbeutel-Teelichter, wo so 50 oder 100 drin sind, das war mein wichtigster Einkauf auf jeden Fall. Abgefahren, weil ich dachte, vielleicht geht das eher in Richtung taktlos, so Fußballwette und so. Weißt du? Auch. Ja. Volle Programm, sagst du, ja? Ja, also alles bis auf, also jetzt nicht so diese Hundewetten oder Automaten, auch nicht gespielt, aber entweder ins Casino gefahren, oder Sportwetten, bei Tipico halt, im Büro. Ja, Mann. Genau. Und dann natürlich, also wer zockt, verliert. Und wer mit existenziellem Geld zockt, verliert dann auch seine Existenz oder verspielt dann auch seine Existenz. Ja, was interessant war so deine Ehrlichkeit in Bezug auf deinen Charakter. Weißt du, wo du gesagt hast, halt, dass du da halt zum fiesen Lügner so mehr oder weniger mutiert bist, der so die ganze Familie und Freundeskreis und so weiter belogen hat, nur um den Schein zu wahren oder vielleicht auch mal an eine müde Mark zu kommen. Ich weiß ja nicht, aber das ist... Nee, an eine müde Mark zu kommen nicht. Ich habe halt Leute gefragt, ob die mir Geld leihen. Und dann habe ich halt während der Ausbildung, also ja, glaube ich, verjährt auch, ein bisschen Lager leergeräumt und Sachen verkauft in der Berufsschule, so ein paar Kosmetikartikel. Und bin dann mit dem Geld halt auch wieder ins Casino gefahren. Klar, du ist halt eine Sucht, die du keinem ansiehst. Das heißt, Mama ist aus allen Wolken gefallen, als sie dann in meine Wohnung kam und gesehen hat, da stehen irgendwie Bierflaschen. Ich hab nie zu Hause einfach so Bier getrunken, sondern Bier trinken, feiern gehen. Also sie hat wahrscheinlich gedacht, jetzt kein Strom, Alkoholiker. Es war in ihrem Kopf. So, und dass sie davon nichts mitbekommen hat, da musst du ja irgendwas, also ich habe ja dann auch meine Klamotten immer in die Reinigung gebracht, weil Waschmaschine geht nicht. Ne? Also nicht in die Reinigung, sondern wie heißt nochmal diese, wo die ganzen Waschmaschinen stehen und so. Waschsalon, genau. Hab die Hälfte meiner Zeit im Internetcafé damals noch verbracht. Und man hat dann halt so ein Lügenkonstrukt. Und da aber jeder vom Freundeskreis auch spielsüchtig war, musste ich die jetzt auch gar nicht großartig anlügen. Aber du musst doch, weil warst du Langfinger auch, war? Also Beschaffungskriminalität? Null. Also ich habe nur. Aber wie hast du dann das regelmäßig finanziert? Ich habe beim Fußball Geld bekommen, ich habe in der Ausbildung Geld bekommen, ich habe, glaube ich, auch ein bisschen Kindergeld teilweise. Verstehe, also du warst noch am Arbeitsleben aktiv. Genau, das einzige Illegale, was ich gemacht habe, ist in meiner Ausbildungszeit so ein. Für ein halbes Jahr oder so aus dem Lager Sachen zu nehmen und dann in der Schule zu verkaufen. Also ich habe nie Polizei, nie Drogen, nie Gewalt, irgendwas, Leute abziehen. Also kriminell war ich nie, bis auf dieses eine Ding halt. Aber es macht es ja auch nicht besser, sondern genau, du belügst halt die Familie. Freunde mussten nicht belügen, weil die wussten alle Bescheid, weil die selber im selben Boot waren. Die hatten nur mehr Geld zum Verzocken und haben jetzt nicht ihre Miete aufs Spiel gesetzt, so wie ich Idiot. Genau, und hab dann so mein Geld verdient und hab dann die Chance bekommen, nach Mallorca zu gehen. Dachte ich mir, okay, dann kann ich jetzt keine Briefe mehr bekommen, weil mein Briefkasten ist, also man sagt ja so, der quillt über, aber der de facto ging da nichts mehr rein. Also meine Briefe lagen im Hausflur, lagen so 10 Briefe von mir lagen im Hausflur, weil der Briefkasten, kennst du steckst so einen rein und hoffst du, dass der noch stecken bleibt, dann fällt der runter, also so voll. Bin reingekommen, einfach so daran vorbeigelaufen. Genau, Mallorca konnte ich keine Briefe bekommen. Dann bin ich wieder nach Düsseldorf. Hab da 5 Monate in so einem scheiß Keller von so einem Opa gewohnt, den mir irgendein Kollege klargemacht hat. Dann auch wieder angefangen zu zocken. Wieder auch dann, wenn mir Geld gefehlt hat, war ich immer arbeiten. Hab dann immer Jobs gesucht, teilweise 2, 3 Jobs gemacht, so. Dann wieder Mallorca. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, nach Berlin zu ziehen. Und hab da Riesenglück gehabt, dass ich wirklich eine günstige Bude gefunden habe in Reinickendorf. Die habe ich auch immer noch oben. An der Stelle auf jeden Fall Grüße an den Bernd, an den besten Vermieter, den man sich wünschen kann. So viel Nachsicht und der hat auch so mein Merch gekauft, der supportet, der kommt zur Tour, wenn meine Miete nicht da ist und so. Der ist also ohne den. Habibi Bernd. Aber ohne Spaß. Der auf Lebzeiten, egal wie groß ich werde, auf Lebzeiten immer alles for free und was der braucht und was der will, safe. Also einmal Applaus für Habibi Bernd. Ja, Bernd, Alter.
Bernd, wir haben ein Problem mit dir, der hat ein Problem mit uns. Ja. Und wir grüßen Playboy aus Reinigen. Der wird das gerade sehen, der, wie ich ihn kenne. Der ist auch so ein süßer alter Mann, der wird auf jeden Fall rot, wenn er und dann. So, der Bernd, genau. Ohne den wäre das auch. Ja, und dann habe ich hier halt mir einen Job gesucht. Bin ich halt hierhin, um Comedy zu machen, habe dann Battle Rap entdeckt und habe dann währenddessen im Maxim, im Club angefangen, Barkeeper zu machen. Genau, für so ein Jahr, anderthalb, zwei. Dann im Teehaus im Englischen Garten habe ich gearbeitet, dann noch in so einem Café im Prenzlauer Berg. Dann habe ich immer zwischendurch auch auf Messen Catering gemacht als Barista, also viel gearbeitet. Also fleißig warst du aber? Ich war sehr, sehr fleißig. Hast du eine Ausbildung? Ja, großen Auslandskaufmann habe ich gemacht. Genau, auch abgeschlossen nach zwei Jahren. Und genau, Zeitarbeitsfirmen habe ich auch damals alles durchgespielt. Genau, ich war da immer fleißig und aber halt, also du bist fleißig, du machst viel, hast aber immer Sorgen. Mhm. Ne? Und ich würde echt sagen, das hat sich erst geändert, da als wir unseren Podcast hatten, weil da war dieses Alpha Royale-Ding, Kollega, Skandal, dann habe ich ja vorher schon einen relativ erfolgreichen YouTube-Kanal gehabt, der ist dann explodiert und dann habe ich das erste Mal Geld verdient, wo wir jetzt auch, Grüße ans Finanzamt Reinickendorf auf jeden Fall, also ich habe alle Schulden abbezahlt und jetzt habe ich nochmal wirklich einen richtigen Hammer bekommen, weil 19, 20 habe ich das erste Mal richtig Geld verdient, durch YouTube und Twitch und bin dann auch Vater geworden, wir haben eine vierköpfige Familie, Freunde in Urlaub eingeladen. Die Frau will Steak, argentinisches Steak it is. Brutto wie netto, ne? Und genau, und der Hammer kam dann jetzt und jetzt, genau, war ich gestern beim Finanzamt, habe den lieben Brief geschrieben und hoffe einfach, dass da irgendjemand Cooles sitzt, der... Ja, musst du aufpassen. Ich letztens, Alter, ja. Dicker, es gibt Alter. Sowas nicht. Ich bin eigentlich doch, sowas beim Finanzamt. Doch, sowas gibt es. Jemand Cooles beim Finanzamt. Ich habe gestern auch eine Mittag. Ich hab irgendwie Glück. Ich habe bei der AOK, beim Steuerberater, beim Finanzamt. Es gibt immer so, sind auch komischerweise immer Frauen. Dann machst du mal so ein, zwei Sprüche oder du bist einfach so, wie du bist einfach ehrlich. Du sagst immer so, ich habe verkackt. So, dann bringst du sie so ein bisschen zum Lachen. Dann sind sie, wissen Sie was, Herr Sibelski? Wir versuchen da nochmal was. Das ist aber echt dumm von Ihnen. Ich weiß. So, du bist einfach nur ehrlich. Ah, ne? Ich hatte eine voll nette, die hat mir dann voll wenig, hat mir ganz viel erlassen, hat mich immer gelobt. Ja. Auf einmal kam ich wieder an da. Boah, so eine Hassfrau. Die hat mir auch die Arzt in die Wohnung gehetzt. Letztens wache ich auf, hab einen geraucht. Alter, wach auf einmal. Bohrmaschine, bumm, Tür so. Ich denk gleich SEK. Ja. Ich war so sauer. Nimm mal irgendwas, vielleicht in die Hand da. Irgendwas erstmal so, wer ist das? Einbrecher. Ja. Und dann waren es so drei vom Finanzamt. Aber voll die Zivilisten, die Wohnung rein. Die hatten dann, waren geschockt von mir. Ich schreie an, was euer Chef für Idiot? Ich war 10 Jahre allgemein gefährlich. Paragraph, ihr kennt bei mir in die Wohnung, könnt ihr die klingeln oder so? Ich hatte die Klingel aus, weißt du, und die haben wohl die Berechtigung, sich dann ja, das wenn, Zugang zu verschaffen. Ey, überhaupt kein, don't hate the player, hate the game. Ja. Und war auch cool, aber für die voll gefährlich. Ja. Vielleicht nur 1 Zentimeter mehr Halbschlaf und da wären 3 totgeschlagene Ärzte gewesen. Ey, wenn ich in eine Wohnung gehe, Alter, ey, dann klinge ich 8-mal und klopfe, man weiß nie, was Digga, da gerade ist. Er hat recht, ich höre dir, original. Digga. Und dann war ich so sauer, ich war so in Rage und konnte nicht mehr. Dann wollte ich alles ganz zivilisiert meine Daten durchgeben. Auf einmal so, war immer noch sauer. Dann die waren vom Finanzamt. Abbruch. Dann sind alle drei verschwunden. Mission failed. Ja. Scheiße. Nee, ist alles gut. Aber das war's. Für die ist gefährlich. Ja, du, ich meine das ehrlich. Die haben mit ihr Leben gespielt. Und Brutto Netto kennen, glaube ich, ganz viele Atzen. Dieses ja, Brutto Netto. Vor allem, wenn es so auf einmal kommt. Ich habe ja nie, du hast nie über 5 Jahre einen Job. Oder wenn du einen Arbeitsvertrag hattest, dann wird's ja immer automatisch abgebucht. So. Und in der Schule, klar musst du das mit 36, 37 auch selber wissen. Meine Schuld. Aber in der Schule hätten wir wirklich irgendjemand mal sagen können, oder generell, dass Leute, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber dass Leute beigebracht bekommen, wenn du selbstständig ist, ist das so. Wenn man sich selbstständig machen will, macht man das so. Wenn man das verdient, muss man das zur Seite packen, dass man es wenigstens als Kind schon mal so eingetrichtert bekommt, dass man es im Hinterkopf hat. Man hat ja irgendwas mal von Steuern gehört, aber hätte nicht ansatzweise wissen können, oder wusste einfach nicht, wie viel Prozent das sind, weswegen, pipapo, das System ist auch wirklich crazy. Einfach die Hälfte immer zur Seite. Ja, Faust, ja, jetzt weiß ich auch. Ja, recht. Mein Opa sagte immer, begehre nie die Frauen von deinen Freunden und fürchte das Finanzamt. Ja. Stand oben auf so einem Holzding. Ist, ja. Und ich wollte aber auch sagen, ich finde auch manchmal, es ist, glaube ich, auch in Deutschland sehr extrem so, es ist so schwer für einen normalen Atzen, selbst wenn du ein bisschen Erfahrung hast, das ist halt, dass du für jeden Scheiß einen Steuerberater brauchst. Auch diese Verwaltungsscheiß ist sehr kompliziert. Ich finde, man könnte bestimmt es auch einfacher machen. Deswegen, also kennst du diesen, wie heißt nochmal der Asterix-Film hier? Asterix, ist das Asterix erobert Rom?
wo die halt diese Deutschen auch Passierschein A48. Ah, ja, Mann, das ist der Deutschland. Rennt dann 10 Jahre genau. lang durch dieselbe Scheiße, genau, landet ist, wieder beim selben Berater. Das ist auch wirklich eigentlich, ja, also soweit ich weiß, nur Deutschland. Ja, das ist, Alter, Bürokratie sein Vater hier. Das ist nicht mehr normal, Alter. Und wie, ich glaube auch Steuer auf der Weltrangliste 1, ne? Ja, also die meisten Steuerabgaben, ne? Ja. Digga, was ist denn hier los? Ich weiß, ich verstehe es auch nicht. Und du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen. Dann denke ich mir so, wie willst du den Leuten dann Vorwurf machen, wenn die Schwarzarbeit? Ja, anderes Thema. Ja. Ich fahre ja auch nicht mehr, ich fahre ja seitdem nicht mehr mit Auto oder auch nicht mehr mit Bus, nur mit der Taliban. Oh nee. Der war richtig brutal schmächtig. Ja. Aber nee, wo waren wir gerade? Genau, Finanzamt, genau. Ja, auf jeden Fall. Ganz kurz, bevor wir da weitergehen, wie kann man sich die Psychologie eines Spielsüchtigen vorstellen? Also so, guck mal, wenn du jetzt einen Dude hast, so, weißt du, der raucht Folie, gut, du weißt was sofort. Ja, so mit Basen halt, so auf Folie, Heroin rauchen, Kokain rauchen. Also die sind so Endlevel, die sehen schon aus wie Zombies. Weißt du, was ich meine? So, da brauchst du jetzt nicht lange zu fragen, Alter, hat er ein Problem im Leben. Ja. Aber wenn du da jetzt irgendwie arbeiten gehst und du hast dein Leben und bist eigentlich cool drauf und so weiter und dann hast du halt deine Leichen im Keller, so mehr oder weniger. Mhm. Es gibt ja immer so, bei Süchtigen sind das ja immer so diese Triggers, so, weißt du? Auch wenn du mal aufgehört hast, lass uns gar nicht über harte Drogen reden, lass uns über Zigaretten reden. Mhm. Ja? So, du sitzt da, hast versucht jetzt irgendwie 5 Monate lang irgendwie Kippe aufzuhören und dann sitzt du im Club und dann raucht einer neben dir und dann hast du aber vielleicht ein Bier getrunken und dann sagst du, ja, gib mal kurz mal die Floppe rüber oder so eine Kacke. Mhm. Wie ist es denn bei Spielsüchtigen? Was triggert das nach? Das Problem ist, dass der Markt boomt, also der boomt ja seit keine Ahnung wie viele Jahrzehnten. Es wird ja immer mehr und immer schlimmer. Es gibt ja keine Sportwettbüros, die zumachen. Also es werden ja immer mehr und dann danach daneben diese schäbigen Automaten, wo du halt so 7 Euro Gebühr bezahlst, wo du denkst, du dahinter sitzen, keine Ahnung, 7 Kids und ziehen die Scheine weg, wieder geben die Scheine mit der Hand durch, so maximal unprofessionelle Automaten. Es gibt in, boah, wo ist denn das, Alter? In Wedding gibt's so, ist das Wedding da, Gesundbrunnen, ist das Wedding? Ja. Da gibt's so eine Straße, mein bester Freund war ich mal so vor 7 Jahren besucht, wir haben die Nanny nur noch die gefährliche Straße, weil das ist wirklich alle 10 Meter ein Automat, ein Dönerladen, ein Wettbüro. Ich weiß nicht mehr, wie die Straße heißt. Ich weiß, ich habe vergessen, Spielbüro von so einem Freund Easy, den wir schon auf dem Podcast angesprochen haben. Das ist die gefährliche Straße, das ist unfassbar. Und der Triggerpunkt ist natürlich, dass du die Sachen siehst. Triggerpunkte sind, wenn du Fußballspiele guckst und dir denkst so, na, okay, hätte ich auch, hätte ich wahrscheinlich auch drauf gekommen. So, jetzt auch durch Internet, war die ganze Bewerbung von diesen... Das ist ganz, ganz schlimm. Ey, das ist so krass, weil ich finde auch, also ohne jetzt, wir sind bestimmt keine guten Menschen, aber wir probieren welche zu sein. Ja. Und wir haben das ja, kann ich auch sagen, wir haben es schon immer abgelehnt, halt, weil wir sagen, wenn du ein Casino hast, ist noch okay, das verwachsen, würde ich nie verurteilen. Ja. Aber hier im Internet, so für alle zugänglich, das geht zu viel für die Kiddies. Und das ist toll, dass du darüber redest, finde ich ganz toll von dir. Das einzig Positive, du hast nicht wie bei einer Heroin-, Alkohol- oder Kokainsucht einen kaputten Magen jetzt oder kannst nicht mehr sprechen. Aber es hat auch viel in Ruin gerissen. Ich finde es ganz toll, dass du darüber sprichst. Und ich finde, diese Spielsucht wird auch immer sehr klein geredet, weil es macht Existenzen kaputt. Es ist mit einer der schlimmsten Sachen, wie gesagt, weil du dich halt nicht nur selber fixst, sondern dein Umfeld und deine Familie mit. Ja. Also Leute haben ja wirklich also Häuser, Familien, alles verloren. Und das ist eine Schweinerei, finde ich, dass diese Leute das den Leuten so verkaufen. Also das wäre genauso, wenn ich die ganzen Sachen glorifiziere, die ich mir reingepfiffen habe und habe die das Päckchen jetzt zu tragen. Also es machen wenige. Das Ding ist halt, das ist super schwer zu beantworten. So, weil ich hab, zum Beispiel habe ich jetzt, also ich bin ja auch nicht geheilt. Ich war in Düsseldorf letztens auch wieder im Bettbüro. Aber man hat halt so, ist auch dumm, wenn man das als Süchtiger sagt, man hat es jetzt im Griff. Wenn du einen Euro spielst, hast du es nicht im Griff. Und habe ich auch nicht. So, aber es ist halt nicht mehr existenziell so. Das Ding ist aber, was wollte ich jetzt sagen? Auf was wollte ich jetzt nochmal kommen? Dass du rückfällig geworden bist und dass du das auch schlecht findest, dass so viele damit werben und nicht die Nachteile erklären. Dass das Casino-Ding ist super schwierig. Also zum Beispiel, ich bin ja jetzt erwachsen, ich habe es jetzt hinter mir und ich sehe so einen Flairstream und denke mir so, Digga, okay, der bekommt jetzt viel Geld und der spielt da, aber jeder, der ein Auge hat, weiß ganz genau, der hat noch nie in seinem Leben im Casino gesessen. So, Drake, okay, ist ein bekannter Zocker, macht das. So, bei ihm zum Beispiel finde ich das übelst verwerflich, weil der scheißt Geld und der hat jetzt, das hat er nicht noch nötig. Drake und, oder Flair? Drake. Bei Flair, Flair würde ich sagen, wenn die dem viel Geld zahlen, ich weiß nicht, wie seine Klamotten laufen, wie seine Alben laufen, so. Ich kann mir vorstellen, dass das ein nices Geld ist für den. Okay, dann mach das. Aber jeder, der ein Auge hat, sieht doch,
Also wer jetzt wegen Flair anfängt zu zocken, der hat eine ganz andere Probleme. So, aber Drake zum Beispiel, solche Leute, das kann, das ist... Was ist denn da, was... Ist da einfach nur, er zockt da jetzt was? Steak. Steak heißt das, das ist so eine Riesenfirma, die haben unfassbares Budget. Die sind einfach in der UFC im Ring drin, also als Werbung auf, im Ring. Und Leute, also der größte Künstler unserer Zeit, momentan Drake, der erfolgreichste Künstler, wirbt einfach für die Casino-Streams. Das heißt, du streamst, da läuft ein Roulette, Live-Wetten setzt auf schwarz und dann rastest du so fake-mäßig aus. Boah, boah, wir haben gewonnen. Aber natürlich ist das nicht deren Geld, sondern... Ja, okay. Spiel mal nicht so. Okay, du sollst halt glorifizieren, dass es voll Spaß macht, online zu zocken. Und das Ding ist... Der Algier Drip. Genau. Und das Ding ist, ich hab's ja selber gemacht und es macht ja Bock. Das ist ja das Problem. Es macht ja voll Spaß. Also ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt eine vernünftige Droge nimmst oder... Du hast ja bestimmt auch eine gute Zeit. Ne? Also Sachen machen ja... Also Sachen... Die Leute werden ja nicht süchtig nach Sachen, die keinen Bock machen. Oder die sich nicht gut anfühlen. So. Aber halt die... hier die Repercussions, die Folgen sind halt verheerend so. Da hast du was Gutes gesagt, also so das mit den ganzen Glückshormonspiegel und so weiter bei Drogen, das ist ja ungefähr dasselbe, ne? Ja, voll. Ja, und also ich finde es auf jeden Fall auch sehr bemerkenswert, dass man darüber gesprochen wird, weil man hört so oft von Alkohol, von Drogen und so weiter, aber von Spielsucht, das scheint so ein bisschen so unterm Radar durchzufliegen. Ich hatte das auch nicht auf dem Schirm, bis ich dann irgendwann selber da in der Jugend dann auch drin gelandet bin. Nicht selber, dass ich jetzt irgendwie voll viel verzockt habe oder so, aber unsere Gegend war schon eine Zockergegend, ne? Novoline-Automaten und so, alle haben im Café rumgesessen und so weiter, das ist Standard. Super Standard. Und dann warst du dann auch mit ein paar Kumpels mal unterwegs, so, weißt du, die haben mal 50.000 pro Nacht dann in Dings gelassen hier, Potsdamer Platz, Digga. Weißt du, da hast du dann gemerkt, okay, alles klar. Also das ist schon auf jeden Fall eine Szene, die ist schon auf jeden Fall sehr gefährlich. Da ging irgendwann mal pro Runde Street Fighter 13.000 über den Tisch. Eine Runde, ja. Wenn du dann da drinnen sitzt, so, wir sind ja so aufgewachsen, in einem Raum sind 30, 35 Leute, da einen Pokertisch, da einen Pokertisch, ein da die Playstation. Das ist so schön dann. Ja? Und ein Joint nach dem anderen geht rum, Alkohol und so weiter, mal hier und da auch ein paar andere Sachen. Ja. Aber davon habe ich mich immer, ehrlich gesagt, ferngehalten. Bei uns waren harte Drogen geächtet. Okay. Also es war jetzt nicht so beim Zocken irgendwie Nase ziehen oder sowas. Sowas gab es bei uns nicht. Okay. Wenn einer so irgendwie so drauf war, dann hat er das irgendwie privat in seinem, in seiner Toilette gemacht oder so. Weißt du, was ich meine? So. Aber dieses Zocken, das war so super normal. Und wir waren jung, wir waren 18, 19, 20, so ein auf den. Und dann hast du aber gesehen, die Leute, die sind dann teilweise in Katastrophen geendet, weil das Problem an der Hood, sage ich mal, Hood und Spielsucht ist ein viel größeres Problem als Spielsucht und Nicht-Hood. Hm. Weißt du? Weil in der Hood kommt Spielsucht zu Koks, Kiffen und Saufen dazu. Ja, und das ist ein Multiplikator des Grauens. Bruder, das ist vorbei. Das ist einfach Endlevel. Also hast du dann so ein paar Sachen mitbekommen, so von Leuten, die dann ihre eigene Tochter angeboten haben und so ein Scheiß, weißt du? Oder der eine hat seinen Schlüssel in die Mitte gelegt für Laden. Weißt du, und wenn du dann so bei solchen Sachen mit dabei bist, dann denkst du dir irgendwann, okay, die Scheiße ist nicht mehr funny. So. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, genau. Es ist so lange lustig, bis so, man, aber irgendwann ist so, aber es gibt ja keinen so, okay, bis hierhin war cool, aber lass mal wieder Einsätze unterschrauben. Nee, das ist, geht bis, Wenn auch die schlimmsten Storys, das ist genau richtig, wie Beda sagt, wenn das dann auch immer sich kreuzt mit Kokainsucht, generell schon Armut oder Problemen, das ist der Wahnsinn. Und es war auch wirklich so, das habe ich in seinen Hut oft von ihm und seinen Leuten gehört. Bei mir gab es auch eine Geschichte, da waren Dönerläden auf einmal weg, ne? Am nächsten Tag. Überleg mal. Es gibt so eine Sache, Dicker. Du guckst auf einmal so, guckst du im Internet so, Immobilien-Scout, Oranienstraße, die Molotow-Bar wird verkauft. Ja. Für 30.000. So, was ist da passiert? Freund, der ist sehr berühmt, ich werde den Namen nicht sagen, der hatte Ende der 90er, Anfang der 2000er Limousinen. Ja. Und ab Anfang der 2000er fuhr mit Fahrrad. Alles verloren. Ja, das ist, du machst Fehler und das sind keine Fehler wie, keine Ahnung, mal links abbiegen oder einen Umweg, sondern existenzielle, bedrohliche Fehler halt so. Ich habe da einmal die Erfahrung gemacht, habe ich schon mal hier gesagt, ich habe meinen Cousin, der gar nicht mein Cousin ist, Richie Rich, haben wir EA Sports gezockt. Ja. Ich hatte 20 Euro oder so D-Mark verloren, Ende 90er, glaube ich. Ja. Und mit 500 wollte immer wieder die zurückgewinnen, am Schluss war ich 500 los, da habe ich gesehen, oh, die Materie kenne ich. Finger weg. Das ist super. Ich sag ja immer, Samuel, Gewalt, Drogen, Alkohol, Sex, ich brauche kein fünftes Laster. Ja. Einzige, was ich nicht habe. Aber das Ding ist halt, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du fängst an und verlierst sofort. Und das Problem ist halt, das ist halt Beginnerslack. Also die meisten, ich glaube, das ist wirklich prozentual, glaube ich, auch belegbar, die meisten, die das erste Mal spielen, gewinnen einfach. Ey, woran liegt das? Ich habe auch direkt gewonnen. Beginnerslack, weil du hast noch keine Ahnung davon, du bist unbeschwert. Du hast nicht dieses, okay, ich Existenz, das sind die Regeln, sondern du bist einfach so,
schwarz. So, ja. Und dann, keine Ahnung, es ist komisch, aber das, ich glaube, das ist ein Ding. Ganz krass auch, mein Ziehvater damals, Ziehvater, ja, ja. Aber mein Vater, wirklich der einarmige Togai, mein Abi, und selbst mein Papa hat immer gesagt, wie dein Ziehvater und so weiter. Und der hat immer Automaten aufgestellt, ganz legal. Und dann war damals Anfang der 2000er manchmal Beef, und ich meine richtigen Beef hier nicht, Krieg der Knöpfchen, wegen Automatenmanipulation, da gab es richtige Mafias. Ja, ja, klar, weil ich glaube, da so verlierst du, ja, und die haben die wiederum manipuliert und, oh, ja, genau, die müssen ja auch geeicht sein. Ja. Und da ist mir aber mal eingefallen, als ich klein war, ich komme aus Düsseldorf, ist eine Biertrinker-Raucherstadt halt so, und Kneipen. Bei uns gibt es Frühshoppen, heißt das, ne? Und das heißt so. Ja, aber genau, Frühshoppen heißt halt wirklich so 11 Uhr Kneipe, 10 Uhr morgens Kneipe, Kinder mitnehmen, auch überall wird geraucht und Bier und so. Aber da waren auch schon, ich erinnere mich, dass da auch Automaten waren. Auf mich hat es halt gewirkt wie ein Spiel, aber da haben ja auch Leute auch Geld reingeschmissen und Geld verloren. Ja. Also die Zockerei ist ja, goes way back. So. Und dann kam ja irgendwann. Ich weiß, ich würde mal schätzen, so Mitte 90er, was so die ganzen Wettbüros, das waren erstmal diese dubiosen Pferdewettdinger, wo nur so Leute mit gelben Bärten und so dicken Bäuschen sind. Machen wir hier nochmal 20 auf Aurora, Aurora auf 5, so eine, wo da kein Jugendlicher reingegangen ist. Hab ich mal gearbeitet. Dann wurde es auf einmal sexy hier mit Tipico und der ganzen Scheiße. Ja, da habe ich mal gearbeitet, Freunde. Da siehst du vielleicht, als Security, als die Führungsaufsicht hat, war ich kastriert und die Tür ging nicht. Da habe ich Sicherheit kurz gemacht für Bibi. Im Wettbüro. Tipico auf BET 2000 oder 3000, dann eine Gedächtniskirche. Ja. Die armen Menschen. BET 3000 ist auch kein. Bett 3000. Wahnsinn. Und auch sehr Black gut. Entertainment Television 3000. Gut, dass das nicht mehr ist. BET's Black, motherfucker. BET Sports, Junge. Ja, wir waren letztens so, ich bin auf der Suche nach einem Laden, weißt du, will meinen veganen Döner-Scheiß durchziehen und so. Und dann, ernsthaft jetzt, oder was? Ja, ja, ich habe in der Markthalle 9 habe ich einen Stand gehabt, so erstmal so ein bisschen antasten. Gut. Veganer Döner. Bruder, ich habe auch so geguckt. Es schmeckt wie Döner und du hast danach keinen Sodbrennen. Mann, die sind jetzt schon wieder, Alter, links und rechts kommen die jetzt alle aus ihren Löchern geschossen, Alter. Ich habe schon wieder den Zug verpasst, aber wir waren eigentlich relativ früh mit der Nummer jetzt irgendwie am Start. Aber ich habe keine geeignete Immobilie gefunden, weißt du? Und dann gab es noch einen Krankheitsfall aus der Familie und so weiter. Da haben wir uns von unserem Stand entfernt. Aber ich gucke nach Läden, ich will einen Laden haben. Mhm. Jetzt gehe ich in den Laden rein, so, quatsch mit dem alten Dude, so, weißt du? Und denkt mir die ganze Zeit, ich kenne den Dönerladen lange, ich wohne da, weißt du, was ich meine so? Und da, wenn sich da nicht irgend so ein Bauarbeiter drin verläuft, da geht da keiner Döner essen, Bruder. Das sag dir mal ganz ehrlich. Also der überlebt der. Ja, danke. Wir wollen aber nicht so viel erzählen. Aber es ist jetzt nicht so der Dönerladen, der in dem Touristen-Guidelines irgendwie beschrieben wird, da musst du unbedingt essen gehen. Und dann kommen wir da rein und links ist so eine kleine Wand und dahinter sind halt die Automaten. Weißt du, was ich meine? So? Dönerladen. Und wenn du da mit den Leuten dann so redest, dann wird dir auch klar, er sagt so, ich will gar keine Dings hier Dönerkunden haben, sagt er. Deswegen ist mein Laden abgefuckt. Er sagt so, weil sonst würde ich ja meine Zocker vergrollen. Ja. Er sagt so, für mich ist es viel wichtiger, dass ich meine Automaten dort am Start habe und dass die dann nachts halt hier rumhängen und so weiter, und die fühlen sich dann nicht so sehr gestört, weil nicht so viel Betrieb da ist. Überleg und so. Mal. Deswegen sieht mein Laden ein bisschen abgefuckter aus und so, weil ich hole 5.000 bis 7.000 Euro pro Monat durch meine drei Automaten daraus, Digga. Das schaffe ich mit dem Döner ganz schwer. Scheiß auf den Döner. Also muss man überlegen. Und jetzt ist ja so, dass die goldene Zeit von den Automaten ja schon vorbei ist. Also du hattest 2000, jetzt. 2005, hättest du noch viel mehr Kohle verdient. Ja, ja, jetzt sind die ja wirklich also genormt und hier sind auch diese Barrieren drin, dass du willst übelst Geld verzocken, aber das kannst du gar nicht mehr, weil du steckst irgendwie 10 Euro rein und dann dauert das, keine Ahnung, 10 Minuten. Also das ist wirklich jetzt, es ist super, weil super viele Leute jetzt keinen Bock mehr haben, Automaten zu zocken, weil es einfach ätzend ist so. Aber dieser Spielspaß geht da halt bei voll vielen verloren. Aber die Digitalisierung, das ist bei allen Sachen das Ding. Warum denkt ihr, dass Gorillas jetzt gerade voll die riesengroße Firma ist? Warum hat Amazon so viel Zuwachs seit der Corona-Pandemie und so weiter? Ist ja klar, Digitalisierung. Alles verlagert sich ins Internet. Und Zocken hat sich ins Internet verlagert. Und früher gab es kein Internetzocken. Gab's nicht. Das ist auch nochmal krass. Also da musstest du wirklich an Novoline-Automat sitzen. So der typische Hood-Kanacke, so mit Zigarette im Mundwinkel, weißt du. Dann ruft noch dein Handy, klingelt, dann gehst du kurz um die Ecke, dann kommst du zurück und dann ballerst du wieder rein, Digga. Weißt du, das war Kreuzberg, Digga. Was für mich der Shit war früher, als Friedenauer, der am Forum Steglitz gelebt hat, oben die Spielhalle, da durften wir auch nicht rein, aber manchmal konnte man machen, was man will. Diese Animationsspiele gab es ganz viel, oder auch in der Türkei. Arcade-Dinger, meinst du? Ganz viel, na klar, heute auch verlagert nach Hause. Aber wisst ihr noch, diese Spiele? In Türkei hatten wir Spiele. Du hast so eine 3D-Brille, haben viele heute zu Hause. Ja. Und dann so ein MG. Das ist doch nicht dasselbe, Digga. Ja, du weißt, Digga, das ist einfach Videospiele, Digga. Geil, aber wie geil, das war ja früher gekreuzt, wollte ich nur sagen. Du wirfst da Apfel und Birne in einen Topf. Nein, das war früher gekreuzt. Aber es ist kein Zocken. Nein, aber das war früher ganz viel. In den Glücksspieldingern gab es halt ganz viel auch dieses. So ein bisschen Entertainment. Ganz viel Entertainment. Das habe ich gar nicht mehr gesehen seit den 2000ern. Nee. Ist nur noch strukturiert, Blackjack, oder wie das alles heißt. Genau, nur noch ein armiger Bandit, aber gibt es ganz wenig noch. Aber die bringen die
die bringen die Faktoren des Glücksspiels aber auch in die Videospielewelt mit rein. Also jetzt mittlerweile hast du halt so... Boah, ekelhaft. Ne? FIFA. Kennst du dich da aus? Ja, ja, ich habe da... Nee, ich kenne mich da gar nicht aus, aber ich habe dann mal so einen FIFA-Stream gemacht und da habe ich mir was vom Gamer mal erklären lassen, wie das da abläuft, Alter. Die Kinder, ey, das ist ja wirklich... Digga, wie schlimm ist das denn, Alter? Die werden abgerippt des Todes. Kreditkarten von Eltern, Taschengeld, alles geht da drauf für ein Videospiel, ja, was normalerweise for free, kannst du gegeneinander spielen. Ja, genau. Nee, genau. Kannst jetzt Spieler kaufen, Alter. Ja, richtig, ja, viel Geld verballern kannst du. Ich glaube, die Anfangsphase von dieser ganzen Nummer, das war Fortnite. Weißt du? Ja. Fortnite war so das Videospiel, was rausgekommen ist, was erstmal sehr revolutionär war, weil es einfach gratis für alle zugänglich war. Es war so Battle-Royale-Prinzip. Das ist ja auch Multiplayer, ne? Ja, genau. Das ist nur Multiplayer. Also es gab da auch noch so einen Singleplayer-Modus, den keiner gespielt hat, weil du dafür Geld zahlen musstest. Aber der Gratis-Scheiß, intelligent gemacht, war for free für alle. Und sowas war eigentlich gar nicht so weit verbreitet. Jetzt haben sich das die ganzen Kids natürlich runtergeladen und spielen da Multiplayer gegeneinander. Ist auch einfach so Ballern und so Comic-Grafik, nichts Besonderes. Aber da haben die Leute gesagt, wie könnt ihr denn Geld machen? Das ist doch, ihr könnt doch keine Kohle machen, wenn es umsonst ist, Mann. Nein, aber der Trick war, du hattest so ein System halt, wo du dir halt so immer wieder so neue Items irgendwie zulegen konntest. Neue Waffen oder sowas? Dein Charakter kann auf einmal tanzen. Und es gibt voll viele verschiedene Dance-Moves. Und dafür? Ja? Nee, dafür zahlst du nichts. Du zahlst auch für die neuen Waffenskins und so. Für nichts zahlst du. Aber es ist so gut wie unmöglich, die zu bekommen. Aber hast du da keinen Bock jetzt, 10 Jahre zu spielen, um dies und das zu bekommen, dann hast du die Möglichkeit, den Battle Pass zu kaufen. Und dann kannst du dann natürlich dann deine 10 € ausgeben pro Monat, weißt du? Und dann hast du dann die Möglichkeit, diese 10 Jahre zu skippen und hast du sofort so ein Paket. Und dann gehen da so auch Pakete auf. Das ist sowieso ein Belohnungssystem. Ja, du drückst darauf, ja, genau. Ja. Dann kriegst du dies, das, es geht auf und yeah, geil. Und das eine ist nicht so geil, aber das andere ist irgendwie legendärer Skin. Und das andere ist nur epic und was weiß ich nicht was, ja? So dieser ganze Scheiß, der kommt dann so zusammen, wo du dann normalerweise 60 € für ein Spiel früher bezahlt hast und damit hast du dann alles bekommen. Alles gut, das war dann zu Ende. Du hast 60 € bezahlt von Start to Finish. Ja. Aber jetzt kommt das neue System, das ist eigentlich bis in die Unendlichkeit geht es weiter. Ja, das heißt, du bezahlst den Battle Pass 10 € für den Monat, für den nächsten Monat vielleicht dann nochmal, aber dann gibt es auch nochmal diesen legendären Skin, weil du möchtest ja krasser sein als die anderen Kinder. Wollte ich gerade sagen, du hast so viele Konkurrenten und alles. So. Weißt du, und dann kommt das eine zum anderen. Auf einmal hast du für ein Spiel dann auf einmal 200 € ausgegeben, anstatt früher 60 €, obwohl es ja eigentlich umsonst war. Genau, und es ist noch nicht vorbei, weil das geht dann wahrscheinlich auch ein Jahr oder was, bis eine neue Version rauskommt und dann kannst du ja wieder, also das ist wirklich... Hast ein Abo. Das ist fragwürdig. Geldzahl-Abo hast du abgeschlossen. Und dann kamen dann diese ganzen lustigen, in Anführungsstrichen, YouTube-Videos von den Leuten, die die Kreditkarte ihrer eigenen Mutter genommen haben und dann in Fortnite dann Tausende von Dollars rein investiert haben. Tausende. Und so eine Sachen halt so, dieses ganze System, dieses Belohnungssystem, ja, dass du dann, das heißt Lootboxen-Prinzip. Mhm. Also wenn du diese Lootboxen halt dir verdienst und du drückst drauf und dann kriegst du was dafür. Ja. Das haben die zum Beispiel als so suchterregend für Kinder klassifiziert und so gefährlich, dass sie das in manchen Regionen, so wie zum Beispiel Skandinavien und so weiter, da kannst du Overwatch spielen, aber da gibt's keine Lootboxen. Das haben die verboten. Ja, weil die Skandinavier sind die einzigen auf der Welt, die alles richtig machen. Und die Chinesen, komischerweise, auch, sind auch auf den Trichter gekommen, dass sie gesagt haben, ey, das ist völlig gefährlich für die Kinder heutzutage. Und die haben das dann angefangen zu ächten und zu verbieten, weil die haben da teilweise Camps gezeigt, militärische Camps, wo kleine Kinder in China stecken, die spielsüchtig sind. Zocksüchtig, Lootbox-süchtig, ja? Wegen diesem Fortschritt. Ernsthaft? Ja, die müssen umerzogen werden, Digga. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, das ist doch nicht so ein kleines Problem, weißt du? Aber es sind halt die Systematiken von dem Zocken, was du kennst, was sie in die Videogames reingepackt haben. Ja, voll. Das wäre früher unmöglich gewesen. Auf dem Super Nintendo hast du die Mortal Kombat gekauft, hast du gehauen, hast du gedrückt, dann warst du wieder auf der Straße. Mario Kart, Pipapo, gib ihm, aber also da hätten die Eltern auch, meine Mutter, hä? Abgefahren, war? Mir war das auch gar nicht so bewusst, dass es so ein Problem ist. Naja, aber es ist andere Generation. Wahrscheinlich sehen das jetzt auch voll viel jüngere Leute und denken sich so, boah, alle 240-Jährige reden jetzt hier über Lootboxen. Ja, jetzt ist aber hier. Karten alleine sind so teuer, Freunde, immer. Wenn du die Karten kaufst für Twitch, immer Fuffi, Huni da und... Ja. Das ist Wahnsinn, ja. Ja, bei Twitch, da bist du ja genau beim Thema. Ich meine, du bist ja Twitcher. Da habe ich auch mal profitiert, ja. Habe ich jetzt aber falsch für dich ausgedrückt. Ich verwechsel es immer. Für Switch, glaube ich. Für Switch gibt es auch Karten. Nintendo Switch. Ah, okay. Für Nintendo Switch. Es gibt für alles. Ich meine, so wie bei Google Play oder PlayStation Network, Xbox. Ja, überall kannst, musst du Geld zahlen. Ja, du kannst safe. Ja. Aber Twitch ist eine Gaming-Plattform. Da hast du auch stattgefunden, ohne zu gamen. Nee, ist keine Gaming-Plattform mehr, sondern es gibt ja dieses Just-Chatting-Ding jetzt. Das, aber was heißt jetzt, Alter? Ich weiß nicht, seit ein paar Jahren. Ich habe das ja auch vor. Ich habe das von April 2020 bis April 2021 intensiv gemacht. Dann nochmal ein Dreivierteljahr und danach gar nicht mehr. Ich glaube, ich streame jetzt seit einem Jahr oder so nicht mehr. Oder länger noch.
aber intensiv gemacht, genau, Just Chatting, und das ist auch, Leute spenden dir Geld, es gibt eine Twitch-interne Währung, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Aber du kannst halt Abos verschenken und es gibt halt diese, nennen wir sie einfach mal, weiß nicht, Tonks, du kannst halt so Tonks kaufen für, du zahlst 20 Euro, dann hast du so 1000 Tonks und dann kannst du so Cheers, genau, Cheers heißen die, kannst du so Cheers und Bits kaufen und das ist eine interne Währung, was dann alles mir zugute kommt und ja, halt so fürs Entertainment, ne? Und bei uns war es noch, also wir haben auch viel gezockt, das war auch, das war ein Jahr komplett ist aus dem Ruder gelaufen. Leute haben so viel Geld gespendet, wir haben so viel auch gezockt und wir gehen in den Stream, hier geben wir 50 Euro dafür, wenn ihr jetzt das machst, kriegst du 100 Euro. Also Glücksspiel, keine Werbung macht für Glücksspiel. Ich glaube auch im Stream keine Wetten abgeschlossen oder so, aber trotzdem, wir haben so Fußballquiz gemacht und dann um hohe Beträge. Und das ist komplett aus dem Ufer gelaufen, so dass ich am Ende sogar bei einem Quiz beschissen habe, weil die haben mich in so ein Allgemeinwissensquiz haben die mich reingedribbelt. Das war so die Spitze der Sucht. Haben die mich in so ein Allgemeinwissensquiz reingedribbelt und ich meinte so, ey, da bin ich voll schlecht drin. Da habe ich einfach, ein Kollege hat mir dann einfach so die Antworten geschickt und ich habe dann so drauf geguckt. Also komplett. Gerade hier zum ersten Mal? Wie bitte? Liegst du das gerade hier zum ersten Mal? Nee. Das habe ich direkt einen Tag später habe ich einen Stream gemacht und habe das dann erzählt und da ging es mir auch so, da konnte ich 3 Tage nicht essen und das war eine der schlimmsten, also diese, was so schön war, habe ich dann selber doch dafür gesorgt und dieser ganze Druck und Geld und Zocken und wow, und Größen waren teilweise wirklich größenwahnsinnig, was wir da gemacht haben. Essen, also teilweise so, ich war zu Hause und da hatte ich so ein paar krasse Supporter und die waren so, was willst du essen? Ich so, das, aber das kostet voll viel. Und da haben die so vom geilen Restaurant einfach so 2 17-Euro-Gerichte mir vor die Haustür bringen lassen. Ich habe bis 1 Uhr nachts gestreamt und getrunken und geraucht. Ich habe keinen Wein mehr. Da ist jemand aus dem Osten Berlins von mir vor die Haustür gekommen mit Wein und Zigaretten. Absurd. Komplett absurd. I'm your new God. Ey, das ist wirklich absurd gewesen, aber dafür habe ich auch, also für diese Appreciation habe ich auch wirklich hart gearbeitet, hart gehustelt. Wir haben halt keine normalen Streams gemacht. Wir haben uns so viel Sachen ausgedacht und Action gemacht und ich habe Entertainment gemacht und es gab solche Streams nicht. Ich habe einen so einen ganz ganz krassen Supporter, der arbeitet einfach in so einer überkrassen Firma und kann so unfassbare digitale Sachen herstellen. Der ist so, weiß nicht, auch so alt wie ich, 40, 45. Ist halt ein Fan von mir und der hat einfach, in ganz Twitch siehst du sowas nicht. Ein Spieler, die ich hatte. Weil einfach keiner sowas machen kann. Also ich hatte, also es war eine absolute Gaga-Zeit. Und jetzt kommt natürlich die Frage, warum hast du aufgehört? Und ich wollte wissen, bist du mit Plus rausgegangen oder hast du mit Minus aufgehört? Nee, ich bin natürlich ich habe ja da nicht das Geld im Stream irgendwo verzockt. Ich habe da sehr viel Geld verdient. Das ist übrigens auch dieses Steuergeld, was jetzt der zurückkam. Es ging nicht mehr. Also zum Glück kam dieser Moment, wo ich da wirklich beschissen habe beim Spielen. Und aber sonst, das ist ja irgendwann, ist so, im Nachhinein bin ich froh darüber, klar ist das ein scheiß Move gewesen, aber ich habe das Geld ja dann auch nicht, ich habe ja dann auch da jetzt kein Geld mit verdient, ich habe das ja nichts angenommen oder so. Ist das strafbar? Ist das schon Betrug? Ich glaube nicht, ich weiß nicht. Ey. Aber du kein Geld verdient hast. Dann. Ja, aber dann war halt ein Cut, da war ich komplett Game Over und ich hatte auch eine Zeit, wo ich wirklich, da hatte ich das auch schon angedeutet, wo ich immer mit so Schwäche, wo ich immer ganz schwach nach den Streams nach Hause gekommen bin, nicht mehr konnte, teilweise vor meiner Haustür auf der Straße saß. Das waren schon so ein bisschen Angstattacken, Panikattacken. Ich konnte einfach nicht mehr nach den Streams. Ich habe den Knopf ausgemacht und ich war so alle und so fertig, weil das so anstrengend ist, 3 Bildschirme und du machst ja die ganze Zeit was, du denkst dir was aus und mein Kopf funktioniert ja auch so, da lesen, hier noch einen geilen Spruch, jetzt ein Video angucken, hier ein Einspieler. Ich habe ja das Streamdeck bedient wie, keine Ahnung, Alter, wie Bach. Bisschen wie Bühne, ne? Bisschen wie Bühne. Das, was du da machst, habe ich ja wirklich mit 18 Knöpfen gehabt und immer passend und Einspieler, krank. Dann eine kurze Pause gemacht, so einen Monat, dann zurückgekommen, aber voll on the low. Ein paar Fußballstreams, ein bisschen EM-Stream gemacht, tagsüber, nicht mehr so Halligalli. Und das dann aber auch nicht mehr so lange gemacht, glaube ich, bis vor einem Jahr und 3 Monaten. Seitdem, glaube ich, 2, 3 Streams gemacht, aber nur so just for fun mäßig. Klar ist das Geld, was flöten gegangen ist, aber mir, gesundheitlich geht es mir halt viel besser. Und es war halt, wenn du jetzt zurückblickst, es war eine unfassbar geile Zeit, aber es war auch so krank. Also, was wir da es war wirklich nicht mehr feierlich, aber Also schon den Preis dafür bezahlt, so mehr oder weniger, aber du hast dir auch selber Druck gemacht, hast du gesagt, ne? Ich habe mir übelst einen Druck gemacht. Du hattest immer so das... Was ist hier los? Seid ihr das?
So. Also, du hast hier immer selber so den Anspruch an dich selbst gestellt, mehr oder weniger krasse Streams zu machen und dazu performen die ganze Zeit. Ich habe Sachen gemacht. Ich habe mein ganz normaler Stream. Da habe ich mich zu Hause, ich war 2 Stunden vorher da, habe ich ein Video gedreht, wo die Leute, da habe ich das so eingefügt in so, wie sagt man, so Ebenen, sodass die Leute nicht wussten, bin ich jetzt live oder habe ich das vorgedreht? Ach so. So, ich habe dann das so. Geht, ja, du hast ja die Maske, dann drückst du auf Record und kannst du ja wie heißt das nochmal, OBS, glaube ich, kannst du einfach das Video einblenden. Ah. Und dass die Leute, da habe ich Sachen gemacht, so mit, dann ist Rauch, dann komme ich auf einmal so von rechts, dann wird geschnitten, dann bin ich auf einmal da. Und dann sage ich so, in der vorgeschnittenen Version sage ich so, ey, danke euch vielmals, schön, dass ihr da seid. Und die Leute wissen aber nicht, ist der jetzt live oder okay. geht gleich so ein Feuerwerk los und dann bin ich wirklich live. Und dann wissen die aber auch nicht, ist der jetzt live oder nicht. Also wirklich Kopf und alles gefickt dafür, fürs Entertainment. Und es war Bombe, es war krank, es war ertragreich, aber es war auch nicht gesund. Ja. Wie viel haben wir mal so zugeguckt im Schnitt? Wie kann man sich das vorstellen? Ich bin direkt mit so 700 gestartet, weil ich halt, also was sehr viel ist für einen Start, weil ich halt viel von der Battle-Rap-Community halt mitgenommen. Ich habe ja 700 gestartet und Spitze hatten wir mal so 2.000, 3.000. Wenn ich Fußballstreams gemacht habe, teilweise bis 8.000. Die zahlen auch alle dann? Weil das klingt für mich als Laien gar nicht so viel für einen Stream. Also nee, die zahlen nicht alle, aber ich habe halt das eingestellt, dass nur Leute, die abonnieren, okay, auch kommentieren können. Okay. Wow. Genau. Und ich habe halt eine richtig geile Fanbase auch gehabt. Cool. Und generell auch, das sind wenig Kinder, Leute, die Jobs haben, stimmt, die auch zurückgeben wollen für die ganzen Auge-Videos, stimmt, oder keine Ahnung was. Also da sind schon echt krasse Leute dabei gewesen so. Und ja, aber ungesund. Also krass, geil, spaßig, lustig, aber Film. Und Preis habe ich auf jeden Fall bezahlt. Also gesundheitlich. Und wenn du jetzt so deine Therapie und so weiter gerade ansprichst, ist das jetzt nur bezogen auf deine Spielsucht oder spielt das auch eine Rolle? Nee, gar nicht. Das ist bezogen auf mein Burnout und meine Angststörung. Und das ist durch diese Streamerei eher zustande gekommen oder wurde maximiert? Nee, meine erste Panikattacke hatte ich 2015. Auch, ich glaube, das ist einfach so, diese ganzen, immer alles alleine handeln müssen. Und hier fehlt wieder Geld. Und da 10 Stunden dahin fahren, um so ein paar hundert Euro zu verdienen. Dann hier auf der Bühne stehen. Und da, also diese ganze Stress und dieses aber nicht genug Geld haben und plus Vergangenheit, ich glaube, das hat einfach dann zugeführt, dass ich irgendwann mal einfach dachte so, oh mein Gott, was ist das? Und dann war ich so beim Kollegen zu Hause und seine Freundin meinte so, oh mein Gott, kribbelt's im linken Arm? Und wenn da jemand sagt, dann kribbelt's natürlich, ne? Und ich so, ja, das kribbelt, das könnte ein Herzinfarkt sein, also Panikattacke. Ne? Hatte ich einmal gehabt und das hat sich dann durchgezogen. Da habe ich jetzt mit meiner Therapeutin auch letztes Mal drüber, über diese Zeit geredet. Da ist man dann eine Zeit lang, gehst du dann halt, du arbeitest tagsüber oder so, kommst nach Hause und sobald es dunkel wird und du bist allein zu Hause, denkst du so, fuck, schnürt sich mein Brustkorb zu, nicht, dass ich im Schlaf jetzt einfach so ersticke. Scheiße. Kann das passieren? Und dann hast du zu Hause die ganze Zeit deine Schuhe an, weil falls was ist, kannst du dann schneller rauslaufen. Ah. Also komplette Angst. Und wenn die Sonne aufgeht, ist dann so, da muss ich irgendwie, bringst du dich durch die Nacht mit Laptop und ab und zu schläfst du ein, Handy. Und dann geht die Sonne auf und dann ist so, okay, geschafft. So, also du weißt, das ist psychisch, weil was soll jetzt Sonnenaufgang mit meiner Gesundheit zu tun haben? Aber, und das über Jahre hinweg, plus halt Battles, Auftreten, dann noch mit meiner Persona, das ist ja auch mit Hate verbunden und viel Output und auch, klar, lässt das auch an dich ran. Und dann noch die Comedy-Karriere starten und trotzdem aber noch arbeiten müssen. Dann noch eine Frau kennenlernen, Vater werden. Ja, und irgendwann, letzten Sommer hat es mich dann da habe ich nur angefangen zu pumpen, aber dann auch richtig angefangen, so 3-4 Mal die Woche. Und nach einem halben Jahr hat es mich nach einer Pump-Session, lag ich da im Kuhdamm. Das will ich aber wissen, weil ich finde immer, mir ist eh irgendwie eingefallen bei dir, bei vielen Leuten, die eine Kokainsucht haben, eine Spielsucht, Gewalt oder Sexsucht, ist eigentlich davor ein Loch gewesen, was die damit begonnen haben zu stopfen. Das hat sie abgelenkt von ihren also von ihrer Person, den Defizit oder den Loch. Und dann haben sie sich so lange damit abgewöhnt, dass eine Sucht entstanden ist. Ja. Und bei Pumpen finde ich allerdings, ist genau das Gegenteil. Sport, also egal Kampfsport, egal welcher Sport, aber bei Pumpen so, du kannst 2 Stunden entspannen, du kannst aber abschalten und hast am nächsten Tag mehr Power. Ich finde es auch eine super Sache, also generell. Aber es hat einfach, es hat auch keinen Sinn gemacht. Ich meine, ich war auf Tour, ich habe hier gemacht, das gemacht und dann da obendrein gehe ich noch aus dem Nichts, nach 7 Jahren keinen Zentimeter bewegen, gehe ich zu 3-4 Mal die Woche
mich auch voll pushen und hier die ganzen Produkte von Garnicus nehmen, mit Flairpumpen gehen und pipapo. Viel zu, also der viel zu krank. Das war's, deswegen bist du kaputt gegangen. Ja, das erklärt eigentlich. Flairpumpen. Ja, genau. Genau. Ja, aber krass auf jeden Fall, dann am Kudamm zu liegen bedeutet, habe ich ja in deinem Stream schon gehört, dass du dann so weit am Arsch warst, dass deine Frau, deine Freundin gesagt hat, ey, leg dich mal jetzt hier auf den Rasen und komm mal ganz kurz wieder ich zu dir. Ich konnte nicht mehr, genau, ich konnte nicht mehr stehen. Die hat mich dann da, genau, das ist so, ist das Gedächtniskirche? Ja. Kudamm? Ja. Genau, da ist so ein Baum, wo so ein rundes, so eine runde Bank ist. Und da lag ich einfach drauf. Und dann liege ich da und dann fahren so Krankenwagen vorbei und ich denke mir so, boah, ich muss da rein, ich würde da so gerne rein. Also da redest du ja auch nicht so, sondern ich bin so, ich will da rein, in den Krankenwagen. Und dann vor der Gedächtniskirche haben noch Leute so Gospel gesungen. Oh, für mich als Atheist, ich dachte mir so, Alter, wenn ey, vielleicht war es ein Zeichen, Bruder. Da kam der Krankenwagen oder fährt den Krankenwagen beleidigt und dann ist weiter. So, mein Gott, wenn jetzt ein Licht angeht, Alter. Nee, er hat den Krankenwagen beleidigt und der ist weitergefahren. Oder wie ging es weiter? Nee, dann habe ich da erstmal so eine halbe Stunde gelegen und dann hat die mich so gestützt und haben ein Taxi gerufen. Und wir wohnen einfach, also Kudamm, Wittenbergplatz, Nollendorfplatz, da wohnen wir einfach. 10 Minuten Fußweg. Mit dem Taxi dahin und hoch und hingelegt. Und seitdem war ich ein Patient. Habe ich einfach, ich glaube, einen Monat oder so nur gelegen, keine Power gehabt. Ich konnte nichts machen. Habe dann angefangen zu heulen, weil wir in Urlaub wollten zusammen. Und ich konnte ja nicht mal, also es war nicht mal vorstellbar, dass ich irgendwie vor die Tür gehe. Also, dass ich überhaupt. Und dann habe ich dann halt so Tabletten bekommen. Jetzt keine Antidepressiva, aber so irgendwie Beruhigungstabletten, dass die Ärztin meinte, Sie können eigentlich nicht in Urlaub fliegen. Ich so, doch, geben Sie mir irgendwas, irgendwie schaffe ich das. Und dann habe ich am Flughafen eine Panikattacke gehabt und mich dann mit Medikamente in den Flieger. Und dann war ich da 2 Wochen auf Mallorca, kein Mal im Meer gewesen. Meine Mama und ihr Freund waren dann noch mit im Urlaub. Die haben dann Schicht geschoben, weil einer musste immer bei mir bleiben, weil ich Angst hatte, alleine zu sein. Mama, Freund und deine Frau und dein Kind. Mama, Freund, Frau und 2 Kinder. Okay. Genau. Darfst du mir sagen, wie das Medikament heißt? Diese Beruhigungstablette? Ja. Tavor heißt die, glaube ich. Bruder, Tavor, das nimmt meine halbe Familie Finger von, Alter. Ab 5-mal bist du süchtig. Tavor nimmst du, das ist ganz hart. Das möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Nee, ich habe einmal Bruder, eine... Tavor ist das härteste, der Motherfuck. Also ist okay. Ganz. Aber da gibt es, glaube ich, auch noch verschiedene Dosen, oder? Ja, klar, aber Tavor ist Tavor. Okay, kann sein, aber... Wie gesagt, ich hab das Päckchen auch noch... Jetzt habe ich den Rucksack nicht dabei, aber ich habe, glaube ich, da sind 20 Dinger drin, da sind auch 17 drin. Also ich habe eine genommen, Hinflug, den Rückflug habe ich ohne geschafft. Dann hatte ich einmal Besuch von einem Freund, habe mit dem eine Unterhaltung geführt und bin einfach so, ich lag schon auf der Couch, aber ich war auf der Couch liegend, noch mal schlapper. Und so, dann habe ich noch mal eine genommen. Also ich glaube, ich habe in einem Zeitraum von 1,5 Monaten, glaube ich, 3 oder so genommen. Dann, wenn du bei Bedarf ist noch, okay. Ja. Also, was sagt denn die Therapeutin? Macht man da Fortschritte gerade? Hast du immer noch das Problem? Kriegst du das ab und zu? Nee. Panikattacke oder wie? Nee, aber ich denke mir so, das ist ja nicht. Ich denke mir, ich kriege das einfach nur nicht, weil ich halt die Tabletten nehme, weil ich halt Antidepressiva nehme. Und das ist ja nicht. Deswegen will ich ja die Therapie machen. Also ich will ja irgendwann dann auch keine Tabletten mehr nehmen müssen. Das ist auch ein interessanter Punkt, ein sehr relevanter Punkt. Kannst du sagen, was du da nimmst, außer diese Tavor? Tavor ist kein Antidepressiva, nee, ne? Das weißt du, ne? Das ist ein Neuroleptika. Genau, das ist eine Beruhigungstablette, genau. Ich habe mir, meine Ärzte meinte auch so, ja, ich meinte so, kann man da, wenn ich das nehme, weil ich hatte Angst auf Tour, ich habe alle Fragen gestellt, meinte so, das ist wie, hat die irgendwie so einen Ami-Begriff genannt, den ich immer aus so Rap-Texten, nicht Xanax oder irgendwie sowas, aber das ist so wie, ja, das mischen die Leute auch, müssen die mit Lean und so. Ich so, hä? Okay. Egal, auf jeden Prozac. Fall. Kennst du Prozac? Ja, so, diese ganzen Begriffe halt. Ja, ja, ja. Aber das heißt, glaube ich, Escitalopram. Also ich habe mir das gemerkt, weil Escape, Escitalopram ist das eine sehr geringe Dosis. Und ich habe dann so auch vor der ersten Antidepressiva, dachte ich mir, okay, jetzt ändert sich mein Leben, Alter. Weil du hast ja, das ist Antidepressiva, das ist ja so ein krasses Wort. Ja, ne, du weißt nicht, also es gibt ja starke, schwache, du weißt nicht. Und meine Ärzte meinten auch, sie sind nicht depressiv. Sie sind einfach nur, also sie haben, ich habe keine Selbstmordgedanken oder ich hasse das Leben, das ist alles nicht so. Ich habe keine Power und ich habe Angstzustände. Hast du mal überlegt, wie du aus der Nummer rauskommen kannst? Wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich möchte eigentlich normalerweise keine Tabletten zu mir nehmen, ich möchte eigentlich keine Antidepressiva zu mir nehmen, diese ganze Medikamentengeschichte und so weiter, das ist mir zuwider. Was hast du denn für Möglichkeiten? Hast du das mal besprochen? Du hast die Möglichkeiten, das Ding ist, ich bin ja sehr, sehr ungläubig, was alles angeht und deswegen, wenn mir einer kommt mit, mach mal Yoga, Natur, Atemübungen, ich weiß, dass Atemübungen bestimmt hilfreich sind,
Aber ich glaube, das ist nicht hilfreich für jemanden, der sich während der Sache denkt, was zum Teufel mache ich hier, Alter? So. Ja. Deswegen, mein Lösungsansatz ist Long-Term-Therapie, alles aufarbeiten. Mhm. So, und dann hoffentlich nicht mehr drauf, vielleicht die Dosis runtersetzen, mal testen, wie es läuft. Und das einfach, das ist ein langer Weg noch auf jeden Fall. Ja, verstehe. Ist auf jeden Fall ein Dilemma. Also du bist mittendrin statt nur dabei. Es ist nicht so, als wenn man von einer Sache redet, die jetzt abgeschlossen ist. Auf gar keinen Fall. Ich bin seit einem Dreivierteljahr bin ich, vor einem Jahr hat es mich umgehauen, letztes Jahr im Juni. Hm. Und jetzt bin ich dabei irgendwie, genau. Und dann auch noch mit Auftreten. Meine Ärztin meinte auch so, dass du, also wir sind auch beim Du, meinte, dass du mit einer Angststörung eine Tour spielst. Ne? Also das ist das Schlimmste, also das Einzige, was du bei einer Panikattacke nicht haben willst, sind andere Leute, dass du gesehen wirst. So, und ich weiß noch, beim ersten Tourgig in Köln, da war es sogar so, Anfang der erste Hälfte war, die lief Bombe, da war ich voll hyped in der Pause und dann kam ich in der Pause bin ich runtergefahren. Und die ersten 10 Minuten, zweite Pause, dachte ich, okay, ich sterbe jetzt hier von den Leuten, ich kippe jetzt um, mein Herz bleibt stehen, das war's. Also das ist wirklich, ja, ist eine fiese Nummer, Alter. Wenn die Psyche nicht in Ordnung ist, ist das die Hölle. Das ist überkrass, weil das habe ich auch das erste Mal in meinem Leben so Gedanken nach dem Motto, werde ich jetzt irre? Bin ich jetzt irre? Vor allem die Leute, wenn du es denen erzählst, wenn die selber nicht kennen, die kannst die besten Dudes bei dir haben, die nehmen Rücksicht. Wenn du einen gebrochenen Arm hast, würden sie nie fragen, helf mir beim Umzug. Ja. Aber bei Psyche, dann oft die Leute können sich da nicht reinversetzen. Es ist auch so gruselig. Ein gestandener Mann, weißt du? Ja, es ist auch gruselig, ja. Weil du bist auf der Bühne, du unterhältst Leute, du bist so der, keine Ahnung, Showman und dann stellst du dir so komische Fragen oder zweifelst an deinem Verstand. Das ist so wirklich, das ist einfach nur gruselig, ey. So, aber viel, ja. Ich setze ja immer viel, ich bin, seit ich 6 bin, habe ich Probleme mit Psyche und habe mich überall hingeschickt. Mein Vater hat mir die Ritalin gegeben, aber ich bin ein riesiger Freund von Bewegung. Ja. Wenn es dir nicht gut geht, Bewegung. Klingt so blöd. Ja, aber ja. Vielleicht pumpen ist dann für einen, der lange nicht aktiv war, schon ein bisschen sehr hardcore. Das war viel gleich. Zu viel auch, ja. Aber wenn man, ich merke das, so, meine Mutter hat früher mal gesagt, geh mal dreimal am Block, weil ich die ganze Zeit genervt habe. Ey, spazieren gehen, frische Luft schnappen. Mittlerweile habe ich voll diese Mentalität. Ist auch so. Also spazieren gehen, frische Luft schnappen, so man lernt Sachen wieder so neu appreciaten, auf jeden Fall, die vorher so lästig waren. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass man diese Atemübungskomponente, die immer so belächelt wurde, nicht so belächeln sollte. Ich glaube wirklich, dass da damit Wunder bewirkt werden können. Ja. Aber dafür braucht man auch wirklich eine Hardcore-Guideline. Also so, dass man das dann auch wirklich so mit Wim Hof-Methode oder wie auch immer. Also da muss man schon richtig rein. Richtig rein und regelmäßig rein. Aber es klingt halt auch so, weil, guck mal, ich kann mir ehrlich gesagt so aus meiner Laienperspektive, sag ich mal, aber musste mich viel mit solchen Sachen beschäftigen. Notgedrungen, das Leben ist halt so. Aus meiner Perspektive, wenn ich mir mal angucke, dass dieser Sportfaktor, wenn du das dann auch noch mit reinnimmst, gepumpt hast und dann nach dem Pumpen und dann wurde es noch schlimmer und bla bla bla. Nichts gegen deinen Sponsor, aber wer waren die? Garnicus, was ist das? Das ist dann so Supplement-Firma oder was? Genau. Okay, also ich kann mir gut vorstellen auf jeden Fall, dass du, ob das jetzt in einem Podcast geschnitten wird oder nicht, das können wir alle entscheiden, vor allem du. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese ganzen Produkte doch mal dazu beigetragen haben, deinen Zustand zu verschlimmern und nicht der Sport. Weil letztendlich, so wie ich das mitbekommen habe, ist einer der unterschätztesten Faktoren bei psychischen Problemen heutzutage bei Leuten, dass sie ihre Organgesundheit nicht im Blick haben. Das bedeutet, wenn du bei der Heilpraktikerin jetzt sitzen würdest und sie würde versuchen, deine Probleme herauszubekommen, dann würde sie Defizite im chemischen Bereich finden und wahrscheinlich eine Störung im Darm. Okay. So, das sind halt so eine Sachen, so, na klar, denkst du, ich habe psychologische Probleme, was soll mein Darm damit zu tun haben? Ja, nee, Körper und Geist ist. Ja. Ich hatte das mit meinen Gelenken zum Beispiel jahrelang und so weiter, so, weißt du, wo du zum Orthopäden gehst und du denkst dir, warum geht die Schulter nicht? Ich will weiter boxen, geht nicht, entzündet immer und so. Letztendlich, bei mir, weißt du, hat der Orthopäde natürlich nichts finden können. Es sind die Organe. Ich sag dir bei mir jetzt nicht genau, was da los war, können wir mal privat besprechen. Mhm. Aber ich würde mal sagen, dass der Versuch es wert wäre. Für jeden da draußen, der irgendwie mit der Psyche zu kämpfen hat und nicht genau weiß, wie er das jetzt bewältigen soll und so weiter, er sollte erstens mal auf seine Ernährung achten, Bruder. So schwierig, weißt du? Ey. Das ist so schwierig, ey. Das sind so eine Sache, ne? Ätzend. Ich will doch essen, was mir schmeckt, ey. Ja, das, und du kannst sogar alles essen, was schmeckt. Nee, kannst du eben nicht, Alter. Das ist Bullshit. Nee, das ist Bullshit. Okay, dann sag mir, was du gerne isst, dann sage ich dir, ob das geht. Okay, ich ernähre mich wie ein 14-Jähriger, wo die Mama sagt, okay, ich bin jetzt eine Woche im Urlaub, hier sind 100 Euro, kauf ein. Das heißt, Tiefkühlpizza, Nudeln, Reis, Fleisch, Kartoffeln, keinerlei Gemüse, keinerlei Früchte, also keine Vitamine.
Zuckerhaltige Getränke, Alkohol, Zigaretten. Ja, ja. Ich glaube, das ist dein Problem. Ich glaube, dafür brauchst du keinen Psychologen, um das rauszubekommen. Ja, aber ja, okay. Dass Ernährung da auch eine Rolle spielt, safe. Hm. Aber also die Vergangenheit und jetzt Burnout und Angstzustände, pipapo. Ist 100% ein Faktor, aber wie du genau. Das. Wie will man solche Sachen unter Kontrolle bekommen, wenn man den grundsätzlichen chemischen Haushalt nicht unter Kontrolle hat? Das ist das, was ich mir lange auch selber erstmal beibringen musste, weißt du? Weil letztendlich sind wir gesteuert durch chemische Prozesse. Unsere Gefühlswelt ist gesteuert durch chemische Prozesse. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, einen Menschen in seinem Gefühlsleben zu manipulieren. Angst ist ein Faktor zum Beispiel. Gib ihm zu viele Nachrichten, irgendwann denkt er, die Welt geht unter. Ja. So, ein Punkt. Aber du kannst auch mit Frequenzen arbeiten. Du kannst zum Beispiel mit Musik traurig machen, du kannst mit Musik kannst du happy machen. Mhm. Das geht auf jeden Fall. Du kannst aber auch den chemischen Zustand des Körpers so weit beeinflussen, dass deine psychologischen Prozesse dadurch halt vollkommen außer Kontrolle geraten. Mhm. Vollkommen. Und wenn du da halt deinen chemischen Haushalt in deinem Körper nicht unter Kontrolle hast, dann wird es zwangsläufig auf deine Psyche übergehen. Und das ist eine Sache, die unterschätzen sehr, sehr viele Leute. Und da bin ich jetzt nicht der Professor, der dir sagen will, ich habe jetzt rausgefunden, Samuel, das ist dein Problem. Ja. Das will ich dir damit nicht sagen. Ja? Aber das sind Faktoren, die super krass unterschätzt werden, die teilweise die Auslöser und die Brandbeschleuniger sind, die deinen Zustand die ganze Zeit on fire halten. Mhm. On fire. Du gießt die ganze Zeit Öl rein und denkst dir, warum, Alter, brennt das nicht weg endlich? Warum kriege ich nicht meine Ruhe? Das sind halt so eine Sachen, da würde ich sagen, halt so ein bisschen damit auseinandersetzen, vielleicht hilft das, weißt du, in Akutzuständen auch. Ist schwer, ja gut, okay, aber ey, was willst du lieber? Auf Gefrierpommes und Pizza verzichten oder halt irgendwie Panikattacken bekommen? Muss sich jeder die Frage der Priorität stellen, weißt du? Ja. Aber Gefrierpommes sind so lecker. Die sind lecker. Aber Bea hat vollkommen recht. Und es wird immer ganz krass unterschätzt, gerade in den geschlossenen Psychiatrien, wo ich über 4 Jahre verbracht habe, dass Bewegung wichtig ist. Auch Wasser, da lachen die Leute oft. Es wird immer unterschätzt, dass Spurenelemente, Magnesium, Calcium, dass da alles tutti läuft. Ganz viel Wasser und Bewegung. Ja. Und was ganz wichtig ist für leichte Depressionen, ist Vitamin D halt durch Sonne, notfalls auch reinwerfen. Alles schon gehört, ja, ich weiß, aber ich weiß nicht. Scheiß drauf, du musst da durch. Ja, da musst du durch. Wir brauchen jetzt gar keine schlauen Tipps geben. Weißt du so? Aber da kommen wir doch mal zu der anderen Sache. Du tourst und bist halt auch als Stand-Up-Comedian bekannt. Mhm. Das sind so die Faktoren, die, wenn ich jetzt so an Cynic denke, worüber könnten wir quatschen, da gibt's einiges. Weißt du so? Erstens mal natürlich Stand-Up-Comedy haben wir bei dem letzten Podcast auch so ein bisschen durchgehabt, was da so deine Einflüsse waren und so weiter. Aber du hast ja jetzt auch eine aktuelle Tour, soweit ich weiß. Du hast da irgendwie so einen Teaser-Trailer, hast gesagt, hoffentlich kommt das auf Netflix, aber unwahrscheinlich, weil FSK 18 wahrscheinlich. Ja. Ja, da kann man ja gleich mal darüber quatschen, was da so die Faktoren sind, warum du denkst, warum das bedenkliche Comedy ist und vor allem heutzutage, 2023, die Welt hat sich geändert. Ne? Ja, so Political Correctness und bla bla bla, auf Eierschalen laufen verbal, das kennt man ja alles. Mhm. Auf der anderen Seite, wir hatten schon öfters auch mal bei dir auf dem Kanal UFC Talk, du bist Kampfsport begeistert. Mhm. Ja, das ist ja auch, da steckt der. Da steht jetzt auch gerade eine krasse Veranstaltung vor der Haustür. Ja, ja? Nächsten Samstag, Alessandra Pereira. Ja. Ah, das wird auf jeden Fall würzig. Ja. Ne? Das wird auf jeden Fall sehr würzig. Ja. Und auf der anderen Seite bist du halt irgendwie Mr. Bushido-Prozess irgendwann geworden. Was ich nicht so richtig so, ich weiß jetzt nicht, wie hast du deine Liebe dazu entwickelt, deinen Arsch irgendwie in diesen Gerichtssaal zu bewegen also und gar, da Reactions zu machen? Ja, also gar keine Liebe zu entwickelt, sondern einfach maximales Interesse sowieso. Das ist permanent Schnupfen. Und das ohne Kokain, das muss man erstmal hinbekommen. Ja, das hörst du bestimmt auch oft, ne? Die ganze Zeit. Der ist immer auf Nase. Der ist immer drauf, der steht auch unter den Videos. Aber es hat aufgehört, seit so einem Dreivierteljahr oder so schreibt keiner mehr irgendwelche Kokain-Kommentare bei mir. Ja. Ich habe es auch schon, weil ich immer so, ich habe so einen Tick, dass ich immer so mache. Ach so, okay. Ja. Ich bin auch jetzt gerade bin ich auch drauf, übelst drauf. Gesichtskirmes, ja. Yayo. Ja, nee, aber genau, waren wir gerade. Genau, Bushido-Prozesse. Maximales Interesse sowieso, auch früher Bushido-Fan gewesen, die Mucke gepumpt und dann Zerfall mit Arafat, voll interessant alles gewesen. Und dann meinte eine Freundin einfach zu mir, du weißt schon, dass die Gerichtsfälle öffentlich sind. So, was heißt das? Du kannst da zugucken gehen. Ich so, boah, ich würde das so gerne mal sehen. Einfach Arafat und Bushido im Gerichtssaal. Und da war ich da, bin dann nach Hause gefahren mit dem Fahrrad, hab dann das erzählt und hab dann halt nur positives Feedback bekommen, wie die Leute halt sagen, boah, geil, das ist wie, als wenn man dabei gewesen ist. Und da bin ich halt öfter dahin gefahren. Und dann irgendwann siehst du ja, kennst ja selber, das funktioniert. Leute gucken das, das bringt Geld. Und mich hat es auch interessiert. Für mich war es also keine Arbeit. Und ich bin dann dahin, habe dann Notizen gemacht und das dann halt so mit meinen Erzählerqualitäten halt wiedergegeben. Mhm. Und die Leute haben es halt tot gefeiert. Ne? Und jetzt ist das so ein bisschen eingeschlafen, weil es halt sehr langweilig. Bushido ist weg. Man wartet auf einen Urteilsspruch, pipapo.
war auch relativ lustig. Also, wo ich mir das mal angeguckt habe, und ich habe wirklich nicht viel davon geguckt, so. Das hat mich jetzt wirklich nicht so super doll interessiert, so. Man kennt viel, viel Wahrheit von der echten Wahrheit. Da braucht man den Gerichtsprozess nicht, sag mal so, ja. Wenn man hier so aufgewachsen ist, hat man ja alles sowieso gehört, damals alles mitbekommen. Und, aber wie du das so rübergebracht hast, ich kenne nur ein Video, wo ich mal geguckt habe, weil ich halt gucken wollte, wie du das machst. Nicht, weil mich der Gerichtsprozess so super krass interessiert hat. Und da bin ich von Anfang bis Ende auch drauf hängen geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Geil. Ich habe mir wirklich 40 Minuten ja. K1 reingezogen. Applaus dafür. Ja. Das war auf jeden Fall lustig. Ja. Da kommt dann der gute Kenneth kommt dann dort rein und ja, ist dies passiert? Ich weiß nicht mehr. Ist das passiert? Ich kann mich nicht erinnern. Das ist so geil. Hat er gescholzt. Ja. Und hast du das also aus Erfolgsgründen des Kanals dann weiter durchgezogen oder hast du gesagt, Interesse. Das ist spannend? Also ich fand es überspannend, weil das ist die berüchtigste Figur, die wir in Deutschland haben in dem Kosmos und der größte Name im Rap-Business aller Zeiten, streiten sich wie heißt das hier nochmal, die Zeugen sind alles auch noch bekannte Leute. Da sitzt da AK, da sitzt dann Flair, da sitzt dann K1, da sitzt da die Frau von Bushido, da sitzt und dann irgendwann bist du drin, dann interessiert sich auch wirklich. Dann ist dann so, was sagen jetzt die Bullen, was sagt der Handyladenbesitzer? Also und da gibt es ja auch eine ganz berühmte Person in der ganzen Materie, ist der Fischladenbesitzer. Stimmt, der Fischladenbesitzer. Der hat doch noch so richtig deutschen Namen, Kevin oder so. Der Fischladenbesitzer. Ja, der Homie, so dieser komische Homie, den der da, genau. Das hat mich getriggert, das habe ich verfolgt. Wie ist der nochmal? Der wurde ja der ist auch, heißt der nicht auch Steven? Steven heißt der. Steve oder Steven? Steven. Ich, ja. Und den hat wohl Bushido laut Angabe. Noch ein Habibi. Den hat wohl, kennst du Steven, den Fischverkäufer? Den Habibi kenne ich nicht. Ey, dieses Leid musst du machen. Bushidos bester Freund damals. Das der ist doch geflüchtet in ein anderes Land, weil Bushido ihn wegen Algen oder so Stress gemacht hat. Wegen Algen? Ja. Das weiß ich gerne mehr. Aber da waren auf jeden Fall super viele krasse Stories in diesem Kosmos, da auch so viel passiert und einfach. Kannst du zwei, drei Schmankerl für uns, die nicht so integriert waren? Was hat dich denn am meisten entertained? Boah, am meisten entertained hat mich auf jeden Fall sein ehemals bester Freund, der Steven. Ein ganz simpler Typ. Und der kam dahin und der hat sich gedacht, okay, weißt du was? Heute scheißen wir den Ennis mal richtig an. Und der hat wirklich nur so, da waren wir hier im Urlaub, der hat ja dann Nutte aufs Zimmer bestellt, hat mir gesagt, ich soll aus dem Zimmer rausgehen. Ja, so eine halbe Stunde hat das gedauert, dann durfte ich wieder aufs Zimmer. Der hat deine Frau schon betrogen. Ne, hat er dann, Und dann sagen die so. Das war wirklich, also der hat Feuer frei gemacht. Der hat zerrissen, war? Der hat, musst du auch Pierre erklären, der hat so voll auf Judgment Day gemacht. Der hat so, ja, das war so sein Judgment Day, ne? Voll, der hat richtig, also der hat so seine Gelegenheit jetzt, gekränkte Freundschaft, gekränkter Stolz so. Er war auf der Flucht. Er ist ja extra ins Exil. Er war im Exil kurz. Ja? War da nicht sowas? Da war Ärger im Fischladen? Ich glaube nicht er. Okay. Nee, aber wie gesagt, der hat dann halt auch so, dass Bushido halt so ekelhafte Geldmoves auch gemacht hat. So todesgeizig, so zu wenig Zimmer und den Namen da drauf buchen und so Hauptsache ein paar Euros sparen und dann aber, wenn der ihn brauchte für irgendeine Fischertour, hat er ihn dann mitgenommen. War wohl auch großzügig, aber halt trotzdem ist so durchgeschimmert, dass der halt wirklich cheap ist, ne? Dass der halt wirklich, also es wirkt halt alles so sehr berechnend und es kann mir auch kein Mensch erzählen, dass Bushido zu Anna Maria jemals gesagt hat, ja, Steven, das ist ein Bro, richtiger Bro von mir. Steven so, also hat auch gesnitcht bei der Sache, glaube ich, da ging es um Versicherungsbetrug wegen einer Uhr. Die hat dann Bushidos Frau Jahre später gehabt. Da habe ich noch die Diamanten gesehen. Genau. Da haben die in See versenkt. So nach dem Motto, Haus haben sie auch selber angezündet. Und alles. Genau, der hat einfach mal reingegangen, ich will nicht petzen, aber ich muss das melden. Ja. Der war voll. Das ist der Kronzeuge, von dem jeder träumt. Da habe ich ja doch was verpasst. Der Steve ja, auf jeden Fall. Also den musst du ja reinziehen. Das ist, glaube ich, auch die meistgeklickte Folge. Ah, okay. Irgendwie ein Thumbnail mit irgendwas, genau, 975.000 Euro Schwarzgeld. Also der hat wirklich, Babysachenfall hat Steve gesagt, dass die irgendwie Babyklamotten bestellt haben. Laut Steve wird das nicht. Das weiß ich auch nicht mehr. Es war auch wirklich so viel. Aber genau, das war das dann. Das ist so krank, wenn du so reich bist und du hast so voll viel Kohle, aber du immer noch Scheiße baust, um noch mehr Kohle dazu zu kommen. Das ist ja das Ding. Das sag ich ja im Video auch so wie, hä?
Ja. Sei doch mal, ist doch gut, ey. Stress ohne Grund, wa? Oder das ist, oder der hat sich wirklich gedacht, scheiße, irgendwann cashen die mich hier richtig und dann muss ich ein paar Millionen abgeben. Da wäre besser, wenn ich jetzt schon mal ein bisschen polster. Vorarbeit. Er hat ja auch mehr Glück als Verstand, wa? Bei diesem Brandstifter-Ding ist ja, glaube ich, jetzt bewiesen worden. Ich glaube, der Digga, ist komplett aus der ganzen Nummer, ist der, glaube ich, komplett unbeschadet. Der hat so Schwein gehabt. Der hat so Schwein gehabt. Alter, echt? Brandstiftung wird ich ganz dachte, hart der Prozess läuft doch noch, oder? Ist ja, der so läuft noch, aber ich meine so... Wenn du dir anguckst, was der 20 Jahre abgezogen hat und wie es dem jetzt geht, wo der jetzt lebt, was für Umstände, dann hat der Schwein gehabt. Das ist eigentlich, er sagt mehr Glück als Verstand. Ich kann das nicht unterschreiben. Der Bruder ist nicht dumm. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? So, also der ist aus der Sache jetzt, wenn er da aus der Nummer rauskommt, dann ist das halt auf jeden Fall ein sehr stark kalkulierter, strategischer Move. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Da ist nichts mit Glück. Nee, ich sag aber, wenn jetzt da nicht Arafat den gegenübersetzen würde, wo ja der deutsche Staat auch ein Interesse dran hat, glaube ich, dass der auch wegkommt oder dass der den Fall verliert, ich glaube, dann wird es, also das ist eigentlich, dieser Fall ist so eine klare Kiste. Alles, was Bushido gesagt hat, kam immer jemand, hat gesagt, war überhaupt nicht so, habe ich nicht so gesehen. Da hat der gelogen. Belegt doch das mal, Belege sind nicht da. Gibt es Kopien davon? Ja, Kopien gibt es nicht. Also alles, was er erzählt hat, haben entweder Polizisten, Zeugen, Arafat selber, Tonaufnahmen, alles wurde ja quasi widerlegt. Echt? So, und der ist jetzt einfach in Dubai und macht 18 Podcasts mit 17 Kindern und chillt da sein Leben. Kommt ihm super zugute, die ganze Situation mit dem Großfamilien-Shitstorm und so. Der hat perfekt wieder, er ist wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Richtig. Der merkt die Kuh nochmal richtig. Ja, und viele, sage ich immer wieder, sind nur sauer, dass sie es nicht so hinbekommen haben wie Bushido, weil Bushido macht das, was die anderen machen, 2.0. Das und ich glaube, weil, wie gesagt, wenn du die so lange, ich kenne jetzt auch nicht die ganzen Details, aber wenn du so lange diese Schiene fährst, hast du halt viele Feinde und die Feinde bekommen nicht ihre Vergeltung. Mhm. Ne? Die sitzen dann und denken so, es ist der. Aber auch den Staat, wie er den eingewickelt hat, in dem Sinne, weil ich habe ja auch den Sohn im Kindergarten davor gesehen, es ist eine sehr komische Situation, also ich kann mir manche Sachen nicht vorstellen. Also, und ich sage aber auch noch, was ich ganz krass spektakulär finde, dass er bei der Brandstiftungssache so leicht rauskam. Ja. Weil in Deutschland, es gibt Leute, die haben Sicherheitsverwahrung wegen Brandstiftung. Brandstiftung wird ganz krass geahndet in Deutschland. Ich keine Ahnung, wie er es gemacht hat. Ich weiß nicht. Vielleicht wurde es nicht endgültig bewiesen. Ich weiß es nicht. Warum sagst du, dass der deutsche Staat Interesse daran hat, Arafat einzubuchten? Ich denke, die wollen einfach ein Exempel statuieren. Und es wäre einfach so ein Prime-Exempel. Hier ist der gefährliche, das Gesicht quasi des bösen ausländischen Untergrundbosses, den jeder kennt. Und wenn der jetzt wegkommt, dann wäre das halt ein geiles Zeichen und ein guter Move. Und den deutschen Bürgern, die können dann aufatmen, so ein Zeichen setzen und andere, die eventuell ihm nacheifern, sehen dann, oh, selbst wenn der jetzt drin ist, dann so. Also er ist so der Anführer der Migrantengewalt. Er ist der Vater vom Silvester. Ja, denke ich mir so. Ja, Silvester waren ja auch ein paar Afrikaner dabei, glaube ich, an der Domplatte. Ups. Du redest von Silvester jetzt. Ja, du meinst damals. Ich bin Köln gegrabbelt, die Grabscherei, die große Grabscherei. Genau, Silvester, stimmt. Silvester in Neukölln. Ja, genau. Silvester in Neukölln, stimmt, war noch was anderes. Ja, okay, das ist auf jeden Fall halt ein Faktor, der ist interessant für die Hobby-Soziologen da draußen oder was auch immer, aber für uns natürlich klar. Also da soll ein Exempel statuiert werden, da ist auch jemand, der mit der Staatsgewalt und mit der ganzen Mainstream-Systematik und so weiter mitschwimmt und dass man da halt eine gewisse Vorzüge genießt, sag ich mal, mehr oder weniger, ist schon sichtbar, weißt du so? Das ist halt so das Ding, aber dass die Sache dann so eindeutig ist vor Gericht, also so wie du sie gerade schilderst, das war mir jetzt auch nicht bewusst. Ja, doch, also wie gesagt, das war also... Das, was ich gesehen habe, das ist, da würde ich sogar sagen, guck mal, ich stecke nicht drin, ne? Aber, man hat auch, wenn man ehrlich ist, man hat auch bei ein paar Zeugen gesehen, die haben wahrscheinlich vorher, hat da mal das Telefon geklingelt und die waren dann nicht mehr ganz so, ganz so freudig, stabil. Ganz so stabil vor Gericht. Aber. Selbst, außer K1 jetzt. Selbst wenn die, K1 hat, der hat Dingsmus hier, wer heißt das nochmal hier? Nicht Amnesie. Wer ist das, wenn man das vergisst? Demenz. Demenz, genau. Gutes Beispiel auch. Genau. Der hatte all of a sudden Dementia. Ja, aber Digga, das war mehr als lächerlich. Also was du mir natürlich da geschildert hast, weil es gibt ja diese ganze Stern-TV, Spiegel-TV-Story von damals. Er wusste nichts mehr. Man weiß ja, was er alle dir gesagt hat. Warum er angeblich damals, er hat auch viel gekifft das damals. Das ist doch crazy, Digga. Ja. Was ist denn das? Also dieser Gerichtsprozess, da stelle ich mir auch vor, wenn die da so drinnen sitzen, so diese ganzen Richter und so und alle, die da beteiligt sind, Staatsanwalt, Mann, die gucken sich das doch an so und denken sich so,
die sind ja fast so abgefuckt wie wir. Ja. Die sind ja fast so professionell abgewichst, wie genau, wir. Abgewichst, ja, genau. Genau, also abgewichst, ja. Also richtig. Völlig krass. Ja. Ne? Aber es ist ja teilweise einfach ein lächerlicher Schauprozess. Ja, ist auch, ja. Was soll ein das? Paar Leute, das ist natürlich auch, ich leg dir auf jeden Fall auch die Folge ans Herz von AK. AK außer Kontrolle. Ja, habe ich auch gehört. Der war Bildklasse, ja, wa? Der war, der hat voll auf Kacke gehauen. Der war wirklich, der war so, der hätte es auch im Beat runterlegen können. Gib mal ein paar Infos. Gib mal, habe ich auch gehört. Eine Zusammenfassung. Davut, ne? Nee, das habe ich nicht mehr, das habe ich nicht mehr im Schädel. Ich weiß nur, dass das AK war einer der geilsten Folgen auf jeden Fall. Flair. Kannst du noch mal zu Davut kurz, zu AK kurz sagen? Der hat pro Ari geredet, ne? AK. Ja? Ja, kontra Bushido des Grauens, ja, auf jeden, okay, Fall. Er meinte, Penner, der wollte mit uns einen Sampler machen, auf einmal ist der nicht mehr da. Wir haben, ich habe bei dem Part gemacht, auf einmal ist der, meinte die Leistner so wie ein Part. Meinte der, Track, Album, so nach dem Motto, bist du doof oder was? Wovon redest du denn gerade? Weil die Leistner ist ja die, diese mit den roten Haaren, so diese Scheuche, die immer in Arafats Nacken ist und sagt so, ja, aber, also die ihre Aufgabe ist es, den halt einzubuchten so, und deswegen wäre jeder Zeuge, der irgendwie für Arafat spricht, ist natürlich ein Dorn im Auge. Ist es eine Staatsanwältin? Und Oberstaatsanwältin, okay. Leistner, glaube ich, heißt die. Oh. Und die ist, die, also, was du jetzt im Kopf hast, genauso sieht die auch aus. Also, so, kennst du diese Ostmünder, diese ohne Lippen, genauso ganz, genau, auf jeden Fall, AK war krass. Samra soll rasiert haben, weil er vollkommen steif war. Samra war überblendet, war? Ohne Spaß, also der war nicht anwesend. Ich glaube, der weiß gar nicht, dass er da war. Der Richter hat ihn noch gefragt, ob er bekifft ist, war? Ja, er meinte auch so, kein Kommentar. Geil. Also der war wirklich. Der war, also waren schon ein paar geile, es waren schon wirklich ein paar geile Sachen da. Anna Maria war auch nice. Eine richtige Löwenmama, so. Genau, aber ich hoffe, dass ich jetzt noch, um das mal abzuhaken, zum Urteilsspruch. Ich weiß nicht, ob die 100 müssten eigentlich auch bald voll sein. 100 Prozesstage müssten bald voll sein. Das ist crazy. Ich glaube, 3-4 Jahre geht das. 3 Jahre geht es schon. Das zahlen wir, Freunde. Das zahlen wir. Na gut, ich noch nicht. Du nicht. Du zahlst ja keine Steuer. Du Illegaler. Ja. Aber ey, guck mal, die Bushido-Story von damals, er ist auf jeden Fall irgendwo entweder sehr vergesslich, oder ein Hardcore-Storyteller auf jeden Fall. Ja. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Weil es gab ja immer diese Situation mit ihm, ja? Der hat ja immer gestichelt. So, weißt du? Und ich habe ihm immer gesagt, hör doch auf. Weil das ist, man macht das nicht. Aber von welchem Jahr reden wir? Wir reden von den letzten Jahren so insgesamt. Aber ich so, Bushido dies, Bushido das. Aber das letzte Mal, wo ihr miteinander... Nein, das ist später. Okay. Es ging erstmal nur darum, er hat gestichelt, ich sag, hör doch mal auf damit. Weil letztendlich das letzte Mal, wo du privat mit dem zu tun gehabt hast, hast du doch mit seinen Kindern zu tun gehabt, die gingen in denselben Kindergarten, du wurdest eingeladen bei ihm zu Hause. Das letzte Mal, wo du einen Menschen siehst, war das. Warum lästerst du im Internet? Mhm. Das haben wir öffentlich hier im Podcast gehabt. Weißt du so? So, da habe ich gesagt, halt doch mal den Ball flach. Ja, da sind nur ab und zu mal so ein paar dumme Witze und so. Ich sag, nach meinem Verständnis macht man sowas nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt kommt Bushido dann und setzt sich dann in seinen Stream rein und greift das auf und sagt so, ja, Boogie, verstehe ich halt auch nicht und so. Wir haben ja, unsere Kinder haben miteinander gespielt und dies und das und jenes und hier und da. Und ich unterschreibe da. Ja. Ich unterschreibe da. Ich sag dir ganz ehrlich, du bist, mich interessiert der Typ nicht. Ich habe überhaupt gar keine Verbindung zu dem. Ob der jetzt irgendwie, weißt du, ob der steil geht oder runter geht, mein Leben beeinflusst das überhaupt nicht. Aber es geht um Prinzipien. So. Weil jeder muss für sich selber gerade stehen. Du guckst nachts in den Spiegel und dann musst du mit dir selber zufrieden sein. Mhm. Weil wenn andere Leute sich scheiße benehmen, heißt nicht, dass du dich scheiße benehmen musst. Ja. Und solche Geschichten halt so mit Familie, dies, das. Er hat einen Punkt. Voll. Er hat sich dann auch mal bei ihm gemeldet. Dann hatten sie so ein bisschen so Instagram und so, ja, Dings auf Familie zu gehen und so war jetzt nicht so korrekt und so. Spricht er für ihn. Ja, entschuldigt. Ja, er hat sich für sein Ding gerade gemacht. Mhm. Er zeigt auf jeden Fall Charakter. Ja. Aber dann sitzt er da drinnen und erzählt, wie das alles zustande gekommen ist überhaupt, weil sein Unmut war dadurch da, dass Bushido sein Album 100% damals rausbringen wollte und er es nicht getan hat. Er hat sich nicht zurückgemeldet. Ja. Ich hatte ja mit Bushido auch Kontakt. Ich habe mit ihm telefoniert, was diese Nummer angeht, weil er hat ja mit dem Hintergrund, er macht seine Mucke und das war's. So, andere Leute machen den Rest. Und ich habe damals den Rest gemacht. Also ich weiß ganz genau, was da passiert ist. Gab es auch Telefonate zwischen euch? Ja, wir haben kurz gequatscht, dann gab es E-Mail-Verkehr und so weiter. Und Bushido setzt sich da rein und sagt so, ja, ich hätte damals das Video, das Album von Boogie ja eigentlich rausbringen sollen, aber er kam nicht klar. Ja. Er hat das die ganze Zeit nicht, die Timeline nicht erfüllt, die Sachen abzugeben und so ein Scheiß. Ja, Bullshit. Und ich denke mir, Junge, wir haben doch miteinander die ganze Zeit zu tun gehabt. Er hat damit gar nichts zu tun gehabt. Weißt du so, ich habe dir ganz akkurat alles sofort rübergesandt, was auch immer sein musste. Das hab ich schon mal gehört. Ich hatte mal eine Frage zu irgendeinem scheiß ISRC-Code oder was auch immer. Das hat sich eine
eine Mail vielleicht um einen Tag verschoben, das war's dann aber auch, um mehr gab's dann nicht. Ich bin immer, ich bin sehr deutsch, was das angeht. Ja. Wenn wir sagen, ja, ey, es geht jetzt um Business, da soll jetzt was rauskommen, wir haben da eine Deadline, ich brauche, weil er meinte, ich brauche bis morgen dies, das. Er hat bis morgen dies, das bekommen. Alles bekommen von B. Weißt du, und dann denke ich mir dann auch, okay, du hast dich jetzt wieder schön als den weißen Ritter jetzt irgendwie da positioniert, aber auf der anderen Seite erzählst du Scheiße. So, ja. Das kommt dann auch nochmal dazu. Mach du dich auch mal gerade, sei du auch mal ein Mann. Guck mal, er war ein Mann, Bruder. Ja. Sei du auch einer. Weißt du so? Das ist halt so das Ding so. Und jetzt kommt Animus Podcast und da erzählt er irgendwas von wegen so, wegen diesem Penner-Podcast-List. So, ist das erste Mal, dass ich das gehört habe. Mhm. Weil ich hatte mit Animus hin und her, habe ihn gefragt, hast du das geschrieben und so? Ja. Weil er war ja der Ghostwriter. Ja. So, und mich jetzt auch noch zu dissen, wenn er das gemacht hätte, wäre für mich problematisch, weil ich habe Animus viel, viel Liebe gegeben, sagen wir mal so, weißt du so? Ja. Zu der Zeit, wo er super unbeliebt war. Das war purpur, Augenbrauen gezupft und ja, alle haben sich über den... Gab es eine Zeit, wo der beliebt war? Ja, es gab eine Zeit, da war er noch unbeliebter als noch unbeliebter möglich ist. Das war purpur, dieses Album, da war er wirklich unten. Ja, ja, stimmt. Die Leute haben so Bushido und so, was die mit dem gemacht haben, oder das war schon teilweise wirklich Cover, so... Ne? Und hat Animus Glück gehabt, dass wir noch nicht so weit waren mit Social Media, weil auch wenn das heute Instagram, TikTok, da hätten die das noch richtig auf einem anderen Level auseinandergenommen. Und vor allem Bushido hat sich damals mit Gay-Bildern und so mies über den in der Öffentlichkeit ausgefetzt. So. Ja. Weißt du, was ich meine? Und zu dieser Zeit dann dachte ich mir dann so, okay, Penner-Podcast, this, vielleicht hat das Animus geschrieben. Mhm. Er hat echt eine Stunde gebraucht hin und her, um irgendwann zu sagen, nee, hat er nicht. So anstatt einfach von Anfang an zu sagen, nee, habe ich nicht. Egal, weißt du so, am Ende haben wir uns dann auch so, ja, wieder so ein bisschen vertragen, so sagen wir mal neutral, okay, neutral. Aber dann kommt jetzt dieser Podcast jetzt letztens raus und ich höre mir das so an und da ist die Story dieses Diss-Tracks und ich kenne das gar nicht. So, die sind so zusammen in New York, erzählt er, so ganz spannend. Die sind so in New York und arbeiten an irgendeiner Scheiße und jetzt kommt mein Flair-Beef, wo ich mit Patrick dann meine Probleme gehabt habe und da bin ich ja durch die Straße gelaufen und hab so ein Statement gemacht und hab halt Flair so seine Unterhose runtergezogen vor der versammelten Mannschaft im Schwimmbad. Ja. So einfach ihn einfach blank gemacht, so, weißt du so? Und der erzählt aus der Animus-Podcast-Perspektive, die sitzen in New York und hören das, weil Animus das hört, also der guckt sich das an gerade, wie ich jetzt gerade auf Patrick losgehe, so. Ja. So, virtuell. Bei Insta war es, war? Genau. Und die feiern das, er feiert das, Bushido feiert es auch, so, weil er mag Patrick jetzt auch nicht mehr und so diese ganzen Geschichten und so. Und dann kommt aber, dass ich auch Bushido auch noch negativ erwähne in dem Video und dann setzt er sich hin und schreibt zu seinem Test. Die Story habe ich gehört von Animus, genau. So, weißt du so, einen auf den. Ja. Und ich soll ihn als Hund betitelt haben oder so, habe ich aber nicht. Ich habe bei diesem Statement, bin ich durch die Straßen gelaufen und vielleicht habe ich es auch, ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube nicht. Mein Punkt war nur, ihr wart doch die beiden größten Faker aller Zeiten in dieser ganzen Berliner Rap-History. Ja. Das ist das, was ich gesagt habe. Das ist der einzige Punkt, wo Bushido da in diesem ganzen langen Video überhaupt erwähnt wurde. Aber Animus auch, Faker? Nein, nur in Bezug auf Patrick und Ennis. Okay. So, weißt du so, wo ich gesagt habe halt so, ey, guck mal, der eine, der größte Faker von allen, er ist nicht mehr der größte Faker von allen. Du bist der größte Faker von allen. Weil der größte Faker von allen hat schon zugegeben, dass er fake war. Von zwei Leuten gibt es nur noch eine Person, die so tut, als wenn er wirklich real ist. Es gab einmal Bushido und es gab Flair. Wer tut noch so? Bushido hat gesagt, alles war fake. Bushido hat doch alles zugegeben gehabt zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Video aufgenommen habe. Da sitzt er doch schon in New York und da hat er doch schon Polizeischutz. Also ich blamiere den ja nicht oder ich expose ja nichts. Ich sag nur das, was du selber sagst. Du hast geheult, du hast im Internet deine Filme geschoben, du hast Amazon, was weiß ich nicht was, Dokumentation und so weiter. Es war alles Story, es war alles Fake. Ich habe das fürs Business gemacht. Ich war noch nie ein Gangster, ich war noch nie von der Straße. Du hast doch blank gezogen, Bruder. Es gibt doch gar nichts mehr, womit man dich exposen kann. Ja. So, und ich habe halt gesagt, ihr beide könnt euch den Fakeness-Pokal teilen. Das ist das, was ich gesagt habe damals. Also spielst jetzt, also bist jetzt der Meinung, Flair ist fake, weil der damals mit Bushido Musik gemacht hat. Lass mal jetzt Flair mal kurz zur Seite. Aber das war wohl der Grund dafür, warum der sich hingesetzt hat und diesen Penner-Podcast das geschrieben hat. War einfach nur dieses Video, was ich über Flair gemacht habe. Und angeblich soll ich ihm der Hund genannt haben, aber ich bin da relativ sicher, dass ich ihn nicht da beleidigt habe in einer Art und Weise. Verstehst du nichts hier nicht? Aber so, wenn du dir das so alles so reinziehst, weißt du, wenn du dir das so alles so anguckst, da merkst du auch schon so wieder, ich war wirklich ganz kurz wegen dieser Flair-Sache Teil dieses... wie nennt man das? Seifenoper. Maschinerie. Ja. Aber ey, Bruder, das ist ein bisschen too much. Das ist alles ein bisschen too much geworden. Und ich bin froh, dass diese Tendenz so ein bisschen abflacht jetzt gerade. Bei TikTok sehe ich aber andere Sachen. Aber TikTok hat Gott sei Dank nicht mehr mit Rap zu tun. So, aber mit YouTube, Hip-Hop. Also weißt du? Deutsch, Rap, deutscher Hip-Hop ist momentan, keine Ahnung, Master, Roots, Marvin California, Abu hat es nicht gesehen, schreit den an, Hund, Ausrufezeichen, vier Köpfe aus von auf TikTok schreien so, dass das Mikrofon übersteuert.
das ist so das Entertainment am Deutschrap. Shindy hat jetzt ein, was sagst du zum Shindy-Video? Hast du gesehen? Nein, aber ganz kurz dazu, das ist aber keiner mehr dabei, der relevant ist für die Charts. Das meine ich damit. Gar keine Rapper. Das sind keine Rapper ja, teilweise. Die Relevanz für die Charts, die sagen gar nichts. Man sagt, Arafat die gehört zum Deutschrap. Man sagt, Barello gehört zum Deutschrap. Die haben mit Deutschrap so viel zu tun, wie ich mit Eiskunstlaufen, Bruder. Ja. Ich sag's mal ganz ehrlich. Arafat hat schon mit Deutschrap. Ja, naja, gut, aber als Hintermann vielleicht. Ja. Aber er hat doch noch nie irgendwas verstanden von Deutschrap. Was versteht er von Beats? Was versteht er von Rap? Gar nichts. Das sagt er selber auch. Okay. Er hat gar keine Ahnung von sowas. Okay. Er hat auch noch nie Ahnung gehabt, er hat sich da auch nie eingemischt. Er war ja nicht derjenige, der Shook Knight-mäßig im Hintergrund irgendwie agiert hat und ein Label aufgebaut hat und ganz genau so mit Jimmy Iovine zusammengesessen hat und Strukturen von dies kannte, den gesigned hat, wusste, wer der tighte Producer ist, wo welcher Stil. Der hat dafür gesorgt, dass Bushido das rappen kann, was er rappt. Das meine ich dabei. Aber was sagst du zum Shindy? Hast du den Song gehört? Nein. Nee? Aber hast du den, willst du auch gar nicht an, hörst du gar nicht an? Doch, ich wusste nichts davon. Ach so. Nee, doch. Welchen meinst du denn? Der jetzt vorgestern neu, rauskam? Genau, Geld machen jung heißt der, genau, vor ein paar Tagen kam der raus. Ja, also ich feiere den, übelst, ne? Also ich feiere Shindy hart so, also für die Punchlines, für das Produkt, für den Style und so, der hat schon gut geprägt und auch gute Beats. Aber das ist kein gelungenes Comeback, also das ist, stimmt, ich habe da noch ein Video zu gemacht, YouTube-Videos, kennst du, wenn man so wartet, bis das grün geschaltet wird? Ja, ja. Haben wir leider jedes Mal. Ja, grausam. Ich habe das gesehen, weil Jan Wehn hat ihn noch interviewt, ne? Ja. Grüße an Jan Wehn. Ja. Ich dachte, er stirbt, er ist ja ganz schlimm krank und krebskrank und so im Endstadion. Echt? Konnte mein Buch nicht zu Ende schreiben, aber dann auf einmal ist er jetzt wieder aktiv. Okay. Ich wollte schon sagen. Ach, ja, in dieser Branche wird viel gelogen. Ist halt was anderes, ne, wenn der Shindy da... Weiß ich nicht, erzähl mal, also dir hat es nicht gefallen. Nee, es war einfach... Mochtest du ihn früher? Ja, voll. Also Shindy seit, also der hat frischen Wind reingebracht, neue Lines, neuen Swag. Klar können viele, also ich bin jetzt auch nicht so, also viele, glaube ich, maskuline Straßentypen sind dann so, Digga, das ist Homo-Rap, Alter, was ist das mit vroom, vroom. Klar, manche feiern das nicht so. Ja, manche feiern das nicht so, aber ich finde, das ist so bei dem schmaler Grat so, bei dem, aber das geht noch so und hat super viele geile Punchlines und so. Der Reich und den Style, wie heißt das, sagt er mal? Reich und das Geld? Nee, Style und das Geld. Das war aber Kay und Bushido damals. Nee, aber der ist auf jeden Fall, der ist wiedergekommen. Komische Hook und das Video sieht so aus, als wenn das einfach in demselben Raum gedreht wurde wie das letzte Video. Also, und dann gerade nach diesem Shitstorm mit verschobenes Album, abgesagte Tour, diese Interviews, die da verkackt wurden und Fans in Ungnade gebracht, da hätte jetzt eigentlich irgendwas kommen müssen, was so. Ich habe ihm gesagt, komm zu uns, Bruder. Der soll hier. Ich habe ihm gesagt, er hat gelesen, er hat zurückgeschrieben, er weiß, er ist ja eingeladen gewesen. Ja. Aber so auf seinem eigenen Kanal Interview rausbringen, so oft, das war ein Fail. Das war ein Todesfail. Und das war so, erstmal ein Scheißhaufen, dann noch ein größerer Scheißhaufen. Und dann hat er wahrscheinlich noch einen größeren Scheißhaufen ready gehabt. Aber die Leute haben sich schon so über die anderen drei Scheißhaufen aufgeregt. Anderen zwei aufgeregt, dass der gedacht hat, okay, das können wir jetzt auch noch rausbringen, Alter. Ja, ja. Dann sagen wir lieber, Anwälte, kann ich nicht, ist fertig, aber geht nicht. Er hat doch so ein Purpur-Pyjama, oder? Ja, Box? Den Pyjama, ja. Boah, mein Gott. Er zerriss im Internet. Ja. Nee, aber ich muss dir recht geben auf jeden Fall. Es ist natürlich, Deutschrap wird immer noch fernab von der Musik, natürlich durch diese ganzen Konflikte und so weiter, auch mit TikTok und so weiter, da hast du schon recht. Das hat sich vielleicht ein bisschen verlagert, deswegen ist es aus meinem Mind ein bisschen rausgegangen, weil ich bin auf TikTok nicht so aktiv und krieg das natürlich nur alles so nebenbei mit. Aber wenn ich mir jetzt so überlege, als Kampfsportfreunde, wir beide, ja, da steht ja nicht nur die UFC mit Adesanya vor der Haustür, sondern halt auch der große Kampf zwischen Manuelsen und Mösemann. Und da hat man ja auch mitbekommen, dass es ja auf ähnlichen Strukturen basiert hat. Da hat man sich ja auch angefangen, ehrlich gesagt, so eigentlich offiziell, glaube ich, zu beefen aufgrund des White Power Kommentars wegen dem T-Shirt von Mösemann, was er da irgendwie erzählt hat. Oder irgendwie hat er einen Kuchen gegessen oder hat gesagt, irgendwie, dass Manuelsen. Nein, das war Engel. Das war dieser Engel-Gesicht. Es war Schokolade und so ein Scheiß. Genau, alle sind weiß. White Power wird White Power. Ja, genau. Ja. Und da hat so ein bisschen so es angefangen zu eskalieren zwischen den beiden. Und jetzt letztendlich haben wir jetzt aber einen Boxkampf vor der Haustür. Hier schon Datum? Ja, im Mai irgendwann in Gelsenkirchen, wo wir überlegen, vielleicht bitte hinzufahren. Bitte, lass uns hinfahren. Bitte, ja, bitte, bitte. Ich glaube das nicht, bis ich das sehe. Doch, doch, das ist offiziell. Das läuft unter dem GMC-Banner sogar. Also das ist ja die ehemalige größte MMA-Promotion hier in Deutschland auch noch. Die machen aber diesen Boxkampf. Die hatten versucht, irgendwie Michael Smolik und Ringlife in den Ring zu bekommen für den Boxkampf. Hat irgendwie nicht geklappt oder was auch immer. Aber das Ding ist offiziell. Es gibt Trailer, die trainieren, die geben Interviews, dies, das und hier und da und jenes. Aber ist man weiß nicht einfach zwei Köpfe größer?
Das ist er. Sag ich die ganze Zeit, da bin ich viel Papagei. Ich glaube, wir sprechen von 25 bis 30 Kilo Differenz. Ja, bei ganz normalen WBC-Regeln oder Boxregeln ist es fast, es macht keiner in der normalen Welt. Fünf Gewichtsklassen zwischen doch, Alter. Es ist unfassbar, ne? Ja. Interessiert dich sowas als Kampfsportfreund? Dieses ganze. Nee, drumherum? Weil ich finde, das hat mit Kampfsport nicht so viel zu tun, auch wenn es Boxen ist, aber sieht irgendwie, wenn man Boxkämpfe mal verfolgt hat und ein paar gute Boxer kennt, dann sieht das nicht alles nicht nach Boxen. Ja. Ist halt Promi-Boxen, ne? Genau, genau. Sieht halt nicht nach Boxen aus und nach 3 Minuten können alle nicht mehr. Aber, Sinan gegen Bösemann hast du geguckt? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich kann mir das auch schwer ganz reinziehen. Nee, ich habe mir, glaube ich, nur so Highlights davon gesehen, so Zusammenfassung, weil so viele Runden am Stück. Das ist halt, ich finde, das Interessanteste finde ich einfach nur, dass man sieht, was so Leute, die einen Körper haben und die relativ lange trainieren, wie das bei denen aussieht, um dann auch zu appreciaten, was ein richtiger Boxer, also wie das da aussieht. Also das ist halt. Ich finde immer krass, mein Leben lang bei Boxen oder auch seit einiger Zeit viel mit meinem Bruder Belasch, immer MMA-Veranstaltungen, verschiedene Rockerclubs, verschiedene Großfamilien. Alles ist friedlich. So war es damals auch mal bei Boxveranstaltungen. Ja. Die miesesten Motherfuckers waren da im Vergleich zum Fußballstadion. Alles friedlich. Was da bei Sinan gewesen war und Bösemann, ne? Malaber, ne? Unfassbar. Ne? Ja. Aber schon wieder lustig. Also schon wieder lustig. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, alle am Ende die sind in den Ring reingerannt, wie bei Karate Tiger 1 am Ende. Ja, hat nur noch Frank Harris Musik im Hintergrund gefehlt. No Retreat. Ja. Ey, da waren manchmal parallel mehrere Schlägereien, mehrere im Publikum. Ja. Mehrere. Deswegen, da überlegen wir schon wieder, ob wir da hinfahren. Bitte, bitte. Da überlegen wir schon wieder. Könnte Entertainment sein. Ja. Aber Prognose? Ja, ich denke mal, der Manuelsen muss den doch behindert hauen eigentlich. Alleine wegen dem körperlichen Vorteil. Körperlich, ne? Also du bist so groß. Mike Tyson war ja auch nicht immer mit seinen Gegnern auf Augenhöhe, aber ich kann mir Bösemann einfach nicht vorstellen, wie der da irgendwie einen Haken auf so 2 Meter Höhe. Ich weiß nicht, wie klein der ist. Das ist so groß wie Boogie. Bösemann ist 1:1 wie ich. Ja. Aber wie groß bist du? 1,80 Max. Nein, Baby, 1,76. Ja, ich ja maximal. Ich sagen. So unter 1,80. Okay, Manuelsen ist auf jeden Fall größer als ich. Der ist so 1,95 oder so. Ja, genau. Und wiegt wahrscheinlich 140. Aber Manuelsen hat ganz lange Arme. Manuelsen hat ziemlich lange Arme. Ja, und der boxt da, glaube ich, auch schon ein bisschen länger, oder nicht? Aber da darfst du Böse auch nicht unterschätzen. Ich bin aber stark vom Ausgang, dass die MMA machen. Da hätte ich auch noch. Nein, das Boxen. Nee, aber bei Boxen, ich sehe es auch sehr eng. Du weißt, da habe ich auch zu wenig Ahnung. Es kann auch sein, dass der böse Mann jetzt einfach die ganze Zeit Haken auf den Körper trainiert und dann trifft er den einmal fies, dann geht die Luft flöten. Manuelsen hat den MMA-Kampf, er hat abgelehnt. Okay. Das ist auch nochmal interessant. Also, weil das wäre interessanter vielleicht geworden, weil Bösemann hat mehr MMA-Erfahrung, muss man dazu sagen. Das ist auch dann fies. Ja, und Manuelsen hat mehr Boxerfahrung. Ja. Aber er hat halt so ein kaputtes Knie, dass er, wenn er auf dem Boden ist, sowieso nicht mehr aufstehen kann. So. Okay. Ja, so, ja, deswegen. Okay. Für uns ist es so wie Profiboxen. Es ist interessant, voll. Ja, aber wir werfen das doch nicht in den Topf mit UFC Adesanya Pereira. Gar keinen Fall. Da muss man schon differenzieren können. Ja, trotzdem, ich sag aber, wenn man so die Rapper so im Durchschnitt sieht, sind mit Bösemann und Manuelsen schon 2 stabile so im Ring. Ja. Also muss ich sagen, glaube ich. Sinan habe ich nicht gesehen. Den habe ich jetzt noch auf einer Filmpremiere getroffen. Da war der auch wieder so laut. Den juckt wirklich gar nichts, ne? Aber ich feiere den. Der sah auch. Die sehen immer so breit aus, alle. Und dann sieht man aber so, dass keiner ist eigentlich definiert, ne? Nee. Na gut. In der Badewanne sieht man immer schmal. Ja. Bei Schwergewicht muss man nicht definiert sein, aber muss man dazu sagen. Ja, aber jetzt, wenn wir die Primetime-Boxer reinziehen. Ja. Also Anthony Joshua ist keiner von denen. Anthony Joshua, ja, Deontay Wilder, Fury natürlich nicht, aber Nee, hast du recht auf jeden Fall. Aber Sinan G hat meines Erachtens doch gegen einen echten Boxer jetzt letztens gekämpft, oder B? Nee. Also nicht, dass ich wüsste, aber der kämpft jetzt als nächstes gegen Abdallah, oder? Kevin Wolter. Hat er jetzt Kevin Wolter, Bruder. Kevin Wolter, Kevin Wolter wollte ja eigentlich zum Podcast kommen, der kommt nach dem Kampf. Pumper. Der kämpft gegen Sinan. Ja. Den soll ich alle schön grüßen, der kommt bald im Hotcast. Das fliegt natürlich unter dem Radar, weil es gibt kein Beef. Ja. Könnt ihr mir was beantworten? Natürlich war der Kampf. Mo hat ihm die Scheiße aus dem Schädel gehauen. Jetzt kein Bashing von Sinan, aber Mo hat gewonnen gegen Sinan. Genau, ja, Mo Abdallah, wenn du den meinst. Ja, das war natürlich sein letzter Fight, aber das ist Mo Abdallah, muss man dazu sagen, ist auch kein Profiboxer. Nee, aber trotzdem. Ist aus dem Kickboxen. Ist schon trotzdem Respekt an Sinan, weißt du, weil dass er das so gemacht hat. Und Mo Abdallah ist schon Respekt musst du vor allen haben, weil Boxen ist also. Es ist halt wenigstens ultra anstrengend, ultra schwierig wahrscheinlich auch. Und die schlagen sich schon besser, als andere das machen würden. Also ultra Respekt davor, in den Ring zu gehen. Ja, genau. Maximal Respekt. Weil Mo Abdallah ist ein Riesenbaby, der hat so eine Reichweite. Auch so, jeder, der in den Ring geht. Ja.
jeder, der drin geht. Dem gebührt Respekt. Auf jeden der Fall. Hat mir die Rippe gebrochen. B soll Revanche also, machen, meine Rippe rechnen. Also der Fight, Mo Abdallah, Ring Belasch. Der Fight mit Mo und Sinan, der war gar, der, das war gar nicht das Spektakel. Das Spektakel ging danach unter der Dusche ab, habe ich gehört. Okay. Und jetzt kommt der Patreon. Die Insider wissen auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall ein bisschen gekuschelt. Nee, aber alles freundschaftlich. Das gab ja so Videos nach dem Kampf, so, wo die dann in der Umkleidekabine dann doch Freunde waren, weil die haben sich ja vorher gebieft und so. Okay. Und dann unter der Dusche und aha, da war so Männerparty, da ging der Harem los. Okay. Jedem das eine, Digga. Ja. So, 2023. Deswegen. Böse Mann ist übrigens diesen Monat noch bei uns im Podcast vorm Kampf. Wir hoffen. Mal gucken, was der für eine Prognose hat. So Gott will. Ach, krass. Er hat jetzt schon bei sich angekündigt. Hat's gesehen, so ja? Gott will, Bruder. Und zweimal abgesagt. Bitte mal komm, bitte mal komm. Aber alle guten Dinge sind drei. Aber wenn wir schon mal Jahr 2023 sind, Comedy steht vor der Haustür. Ja. Ja? Deine, dein neues Special steht vor der Haustür. Ist, du, das, ist das Programm vom letzten Jahr, ist aber mein erstes Programm. Man tourt ja mit demselben Programm mal so anderthalb bis zwei Jahre. Hm? Ah, okay, alles klar. Aber gibt's das im Internet? Nein. In voller Länge? Nein. Weil du meintest halt FSK 18, sehr schwer auf Netflix zu laufen und so weiter. Was ist das Problem? Das Problem ist, zieht sich durch das ganze Special durch. Es fängt an mit fetten Chinesen, Juden, KZ, Schwarze, Halbschwarze, Behinderte, Atheisten, Moslems. Also das sind so nicht die Themengebiete, aber die Sachen kommen alle vor. Und das sind ja alles Trigger des Grauens, wo die ganzen Männer sagen, ey, das geht nicht und das geht auch nicht. Egal, wie gut es jetzt geschrieben oder performt ist. Wann wird es sich entscheiden, wo, wie, wann dein Special rauskommt? Also, wir haben es jetzt einmal aufgezeichnet in Düsseldorf im Savoy-Theater. Das ist ein richtig gutes Video geworden. Heimspiel. Heimspiel. Aber die, die von der Produktionsfirma, die sind der Meinung, dass man das nochmal, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber dass man das nochmal aufzeichnet, weil es jetzt auch noch runder ist und das Programm verändert sich auch ein bisschen. Es wird ja dann erst das letzte, ist ja quasi das schärfste, rundgespielteste, ohne Fett-Programm dann, dass man das nochmal in einer ganz besonderen Location, unter ganz besonderen Voraussetzungen aufzeichnet. Dass es dann wirklich, dass es dann ein gesamtes Produkt ist. Weil so ist jetzt ein Ding in einem schönen Theater, mit Bühne hat man alles schon gesehen. Aber das ist dann wirklich, also ich, in meinem Kopf ist das wirklich so Deutschlands fiesestes Special, gritty, grimy und ohne Tabus, FSK 18. Und ich wünsche mir einfach, dass das dann wirklich so, ich meine, du hast ja vorhin, die hast die DVDs hier liegen, dass man wirklich so wie damals so, hast du schon gehört, aber wie kommt man da dran, Alter? Da gibt's so, ja, dann kommt hier so, oder Paywall, Patreon, irgendwie so. Und dass ich das dann rumrede nach dem Motto, ohne Spaß, das, du musst dir das reinziehen, krank. Ja. Ich habe so mal eine voll wichtige Frage, weil ich nicht verstanden habe. Du hast gesagt, man kann in der Regel ein, zwei Jahre mit dem gleichen Programm spielen. Minimum, also gibt es tatsächlich Leute, die kommen, wenn du in Bochum auftrittst, die dann das gleiche Programm nochmal gucken? Das habe ich nicht so verstanden. Das ist richtig, das ist auch meine Angst gewesen, weil ich meine, so, ich war letztes Jahr in Düsseldorf, jetzt nochmal in Düsseldorf, Köln glaube ich auch doppelt, noch irgendwas doppelt, Hamburg glaube ich, denke mir so, als ob in derselben Stadt jetzt nochmal Leute kommen. Aber es gibt tatsächlich einen kleinen Prozentsatz an Leuten, die das so geil fanden, die sich denken, nee, will ich nochmal. Ist sie dann so exakt fast die gleiche Show? Ich bin ein Comedian, der eigentlich Silbe für Silbe, also bis auf die Crowdwork-Sachen, ist das eigentlich schon super deckungsgleich. Okay, okay. Wie lange schreibst du an einem Special? Boah. Also das hat jetzt, das ist jetzt mein erstes Werk quasi. Ich würde sagen, wenn man es runterbrechen würde, wären es 3 Jahre. Aber es hat auf jeden Fall vom ersten Mal was schreiben bis zum Dings so 6 Jahre gedauert. Aber halt mit, also 2 Jahre kein Open Mic machen, die ersten 2 Jahre nur 15 Minuten haben, dann auch nicht richtig dran setzen, dann auch alles, was auf YouTube ist, spiele ich auch live nicht, weil ich will, dass Leute live kommen und nur, weil ich selber am geilsten finde, du kommst irgendwo hin, Comedy und dann ist so, geil, ich kenne noch gar nichts. Weil Comedy ist nicht wie Mucke, du hast nicht so einen Lieblingsgag, den du immer wieder hören willst, ist halt kein geiler Song. Aber genau, ich habe die ganzen YouTube-Sachen alle rausgecuttet und bin jetzt bei 1:40 oder was. Das ist sehr, sehr viel. Ich habe, glaube ich, insgesamt 2:15, 2:30 Material, aber will halt live nur das spielen, was die Leute noch nicht kennen. Und wie sind die Säle so, was die Befüllung angeht im Durchschnitt? Das ist so eine mittelgroße, also für einen Newcomer ist es anormal. Also es ist Minimum sind 100 und das Maximum waren 500er Säle, also von 100 bis 500. Für die erste Tour ist das unfassbar, aber halt auch wegen Battle Rap, Pieper, weil mich schon ein paar Leute kannten. Ja. Selbe Größenordnung ist jetzt bei der Tour auch. Und genau, es wird halt weiter gehustelt. So, erst ab dem nächsten Step ist halt so vierköpfige Familie, Steuer, alle können mir einblasen. Natürlich nicht meine Familie, ihr wisst, wie es gemeint ist. Ne? Ja, ja, aber dann kann mir jeder einlutschen. So, dann, ab dann wird Geld verdient, so dass man
dass man auch vielleicht mal nach einem Jahr oder nach zwei nach Sierra Leone fahren kann. Ja, Bombe, Digga. Ja. Jetzt doch der perfekte Augenblick, um jetzt auch nochmal News zu spoilern von unserer Seite aus. Wie meinst du? Wir sind nämlich in Verhandlungen. Es sieht wohl so aus, als wären wir ab Ende des Jahres auch auf Tour. Und zwar mit dem 100% Real Talk. Also von daher. Live-Podcast. Nicht nur das, es wird ein Spektakel, mein Bruder. Ja. Es wird ein Spektakel sondergleichen. Ja. Deswegen, ich will nicht mehr dazu erzählen, weil es noch nicht in trockenen Tüchern ist. Aber die Sachen sehen sehr, sehr gut aus. Und wir werden hier und da mal auch mal eine größere Show organisieren, die so alle Rahmen wahrscheinlich sprengen wird. Aber das wird dann hier in Berlin sein. Und da werden wir auch Gäste einladen. Ja. Und da werfe ich jetzt ein Auge gerade in eine gewisse Richtung. Ja, weil wir das mit Stand-Up nämlich auch mischen wollen. Ne? Okay. Aber das wird, ich habe eine Vision, sagen wir mal so. Ob das jetzt umsetzbar ist und ob wir das zu 100% irgendwie durchboxen können. Ja. Das ergibt sich innerhalb der nächsten 2-3 Monate. Crazy. Und dann könnte es sehr gut sein, dass der 100% Real Talk auf eine extrem testosterongeladene Tour geht. Oh. Ende des Jahres. Bei mir, ja, die letztes Jahr ist halt die Tour ist ausgefallen so wegen Corona. Die letzten 90 Jahre wie schlechten Ruf. Ja. Und jetzt geht's los. Crazy. Ich kann mir, also in meinem Kopf sind gerade so viele Bilder, was man alles machen kann. Weil die Tour ist keine Security. Heißt die wirklich so? Nein. Ich wollte schon sagen, Alter. Ich wollte schon sagen. Aber geiler Name. Aber krass, ja. Ja, wo erst gerade, also auf jeden Fall auch nochmal, also wer sich jetzt hier, wer mich jetzt hier sieht, weil ihr habt auch gute, ihr habt ja auch echt immer gute Zahlen, das sind, ich will mal schätzen, vielleicht kommen wir hier so auf 70.000 bis 100.000 Views. Wird bestimmt. Genau. Ja. Zieht euch auf jeden Fall hier Samuel Sibilski, mein bürgerlicher Name, Cynic Samuel Sibilski Comedy. Zieht euch das rein auf YouTube auf jeden Fall, wenn euch die Clips gefallen oder wenn euch allein das Gespräch hier so gefallen hat, dass ihr euch denkt, ich würde, welche Kamera rede ich, die oder die? Die. Und die. Ne, die ist aus, die. Okay. Also falls ihr euch jetzt während des Talks gedacht habt, irgendwie, okay, das ist ein nicer, realer Dude, der scheint einen guten Humor zu haben, der ist böse, der geht dahin, wo es weh tut, mache ich auf jeden Fall. Deswegen, bevor der ganze Scheiß gecancelt wird, kommt auf jeden Fall nochmal zur Tour. Es wird wirklich gegen alles geschossen, aber mit guter Comedy. Ja. Auch gegen Boogie? Genau. Unendliche Munition. Nein, nein. Und alle, die mich nerven, kommen aus Libanon und Persien. Ich wollte gerade Promo machen. Kann ich kurz? Safe. Dankeschön. Also, geht auf jeden Fall auf Eventim. Samuel Sibilski, zieht euch rein. Ich freue mich über jeden, der kommt. Und ja, danke. Geil. Wann ist Berlin? Berlin ist am 26.8., glaube ich. Ende August ist das. In den Wühlmäusen. Ist ein richtig schönes Theater hier. 400 Leute. Müssen wir irgendwie voll kriegen. Genau, die Tour ist auf jeden Fall übertreibt nicht. Es ist böse Comedy. Es ist ja geil. Sehr trocken, sehr sarkastisch, sexistisch, rassistisch. Geil. Genauso wie es sein soll. Ja. Also, und ich bedanke mich nochmal an der Stelle. Schnell mal aus bei Eventim, dass sie mich gecancelt haben. So? Wegen Antisemitismusvorwürfen. Ja. Ja, krass, Alter. Die Welle. Ja, komm, mach nicht auf Heulsuse hier. Ja, läuft ja, doch no crying baby. Ja, ja. Von daher. Nein, nur Eventim ist es ja. Ja, gut, dann ist es ja eigentlich ein gutes Gespräch gewesen. So, gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu unserem altbekannten Segment und zwar Quick and Dirty, meine Damen und Herren. Quick and Dirty, Quick and Dirty! Quick and Dirty! Cynic, ja. Und zwar kriegst du hier von mir Fragen, die du im Schnelldurchlauf beantwortest, so schnell und präzise und gehaltvoll wie möglich. Boah, okay. Ja? Und du hast einen einzigen Joker. Also du hast eine Wildcard, wo du sagen kannst, das beantworte ich nicht, aber auch nur ein einziges Mal, also wähle weise. Wie viele Fragen gibt es insgesamt? Das sage ich dir nicht. So, Quick and Dirty mit Cynic, let's go. 80s oder 90s? 90s. Michael Jackson oder Prince? Michael Jackson. Stallone oder Arnie? Arnold. Van Damme oder Jackie Chan? Van Damme. Eddie Murphy oder Eddie Griffin? Eddie Murphy. Cheat Day oder Sparring? Cheat Day. Bushido oder Arafat? Arafat. Tupac oder Biggie? Tupac. Knight Rider oder Airwolf? Knight Rider. Lego oder Playmobil? Playmobil. YouTube oder TV? YouTube. Trump oder Biden? Biden. Merkel oder Hitler? Merkel. Würde Joe Rogan über Cynic lachen? Ja. McGregor oder GSP? McGregor. Lieber Schwanz ab oder Augen weg? Lieber Schwanz ab oder Augen weg? Boah, ist das fies, ey. So hässlich, sag ich jedes Mal Flash. Lieber Schwanz ab oder Augen weg? Lieber blind ficken. Top, Mann. Letzte Frage. Ein Teller lebender Würmer essen oder Zungenkuss mit Boogie? Ich bin Joker. Sehr gut, das war Quick and Dirty. Quick and Dirty, Quick and Dirty, Quick and Dirty.
kommen wir langsam zum Schluss, würde ich mal sagen. Das Einzige, was mich noch interessieren würde, was ist mit Battle Rap? Ich hatte jetzt am Freitag ein riesengroßes Battle in Hamburg. Das Ding ist, seit diesem Kollege-Hype, das war so der Peak in der Aufmerksamkeit von Battle Rap, dann kam Corona, hat natürlich reingeschissen. Und seitdem sind die Zahlen krass eingebrochen und auch die Aufmerksamkeitsspanne. Sodass du mich jetzt überhaupt fragst, ob ich was mit Battle Rap ist, obwohl ich am Freitag vor 900 Leuten ein riesen Battle gegen einen krassen Gegner in Hamburg hatte, spricht dafür. Das ist ein bisschen unterm Radar, die Zahlen sind nicht mehr so wie vorher, aber jetzt am Freitag ist zum Beispiel wieder Top Tier Takeover im Lido. Ja. Genau, da wird gefreestylt. Also Tierster das? Leitet Tierster? Tierster macht das, genau. Don't Let the Label Label You, Future of Battle Rap, Fresh, die Frauenliga, genau, Top Tier Takeover habe ich gesagt. Was gibt's noch? Aber die sind nicht alle zusammen jetzt da. Nein. Es gibt sehr viele verschiedene Ligen. Checkt die auf jeden Fall alle aus. Die einen sind ein bisschen mehr grimy, die anderen ein bisschen mehr Student, die anderen ein bisschen mehr. Die eine ist eine Frauenliga, ein bisschen Newcomer. Es gibt, die Battle Rap Kultur ist immer noch da, aber die Aufmerksamkeit über den Tellerrand hinaus ist halt momentan nicht mehr da. Der Tellerrand ist auf jeden Fall eine super Überleitung. Hast du dir das Battle von der militanten Veganerin reingezogen? Oh, jetzt müssten wir ein Fass aufmachen. Du meinst das bei Big Difference 4-7? Ich weiß nicht, wo das war, aber gegen irgend so einen Brudi. Ja, also erstmal möchte ich sagen, dass das kein Battle war, sondern das ist ein gestagedes Theaterstück. Das hat mit dem Battle nichts zu tun. Texte werden geschrieben. Auf dem Beat sogar gerappt. Texte werden für Leute geschrieben und das Publikum macht halt so Fake-Reactions und so. Das ist, ist für mich... tut mir in der Seele weh zu gucken, obwohl ich das den Kollegen 4-7 übelst gönne, dass der damit sehr viel Erfolg hat und auch monetären Erfolg hat. Und er weiß auch, dass meine Meinung so ist und er weiß auch, dass ich so darüber denke und dass es eigentlich auch so ist. Aber er macht sein Geld so und das ist vollkommen in Ordnung. Deswegen, wer das feiert, supportet das auf jeden Fall. Aber also in meiner Gegenwart darf man das dann halt nicht Battle nennen. Das ist dann sowas wie das Promi-Boxen des Battle-Raps. Nee, Promi-Boxen kann sich ja auch jemand, da kann ja was passieren, da kann sich ja wirklich jemand auch wehtun. Mhm. Ne? Also, es ist Wrestling. Es ist Pro-Wrestling. Es ist Pro-Wrestling. Show-Wrestling. Show-Wrestling, genau. Und die geile Tante ist jetzt auch bei OnlyFans, war? Sehr gut gemachtes Show, also wirklich schon WWE-Level. Hohe Production-Value und richtig mit Konzept und krassen Kameras und Reality-Format-mäßig, also überkrank produziert, richtig gut gemacht, ist aber nur kein Battle-Rap. Aber... ja, wir brauchen halt neue Leute. Also falls es jetzt jemand sieht, der sich irgendwie denkt, ich wollte schon immer mal irgendwie freestylen oder irgendwie Punchlines raushaut, geht da einfach hin. Es ist so einfach und alle großen Namen haben im Battle Rap sind da einfach mal so auf doof hingesteppt. Macht das auf jeden Fall. Ja. Also. Geile Sache. Ja. Wir waren doch letztes Mal auf dem Battle gemeinsam. Ja, stimmt. Genau, für Basic. Für Basic, genau. Rest in Peace. Rest in Peace, ja, Basic, genau. Da extra hat der Chief. Genau, du und deine Lines, habe ich noch vergessen. Du genau, und deine Lines. Genau, das war sehr schön. Da wollten wir auch danach battlen, aber da bin ich doch reingehauen. Nee, ich bin reingehauen, weil ich habe eine Comedy-Show gehabt. Ja, genau. Und jetzt denke ich im Nachhinein so, Gott sei Dank haben wir es nicht gemacht. wirklich, ich könnte niemals gegen meinen Partner Bela scheifern. Ja. Also, weil so, ey, nee, so, das geht nicht. Ja. So, man beleidigt keine Mütter. Ja, genau. Schließlich sind wir hier im Westen. Ich würde auch niemals mit dir einen Streetfight machen. Nee, das geht nicht so, weil... Ja. Ja. Dann lieber Love, Peace und Harmony. Man muss pfeifern. Ja. Also der Fokus ist auf jeden Fall auf dem Comedy-Stuff. Volle Kanne Comedy. Ich versuche jetzt die Tour noch so durchzurocken. Übertreibt nicht, Samuel Sibilski live in eurer Stadt. Und dann hoffe ich, dass es in ein, zwei Jahren vielleicht durch einen viralen Clip auf YouTube oder einfach durch weitere Qualität oder Erweiterung meines Fankerns dann irgendwann in den nächsten Step geht, wo es dann so 300er bis 700er Locations sind. Und da kann man dann auch richtig Geld verdienen. Dann muss man nicht mehr so hart viel hustlen mit YouTube und Texte schreiben und Battles und hier gucken und da rechnen. Und Mr. Nice Guy beim Finanzamt spielen. Ja. Muss ich ja nicht mehr spielen. Ich war einfach nur. Du musst pumpen gehen und dich tätowieren. Der ahnungslose Künstler, der von Steuer, keine Ahnung. Ja, aber gegönnt sei es dir auf jeden Fall. Geh pumpen und lass dich hacken. Weil Tattoos und Muskeln kann der Staat nicht finden. So ist es. Stell dir das mal vor. Das war der gute Samuel Sibilski, auch bekannt als Cynic auf jeden Fall. War ein geiles Gespräch. Wir drücken dir auf jeden Fall alle Daumen, die wir haben. Dankeschön. Ich euch auch auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie das vor sich geht. Und sei es als Comedian, Battle Rapper oder Moderator, egal was. Du bist am Start. Showmäßig, wenn das Konzept nice ist, safe, gerne. Hammer. Gut zu wissen auf jeden Fall. Ja, checkt den guten Bruder ab auf jeden Fall. Besucht seine Tour demnächst. Checkt seinen YouTube-Kanal und so weiter. Und der Wettermann hat das letzte Mal. Oh, mir war egal, was der Wettermann sagte. Auf dieser Podcast war wieder Granate, Baby. Und ihr wisst Bescheid. Es gibt kein Battle. Make Hip-Hop great again, baby.